So, hallo zusammen. Mein Name ist Iresa und das hier ist Bloodborne, die Geschichte und Hintergründe. Das ist die 18. Folge schon und wir haben letztes Mal die Forschungshalle der Heilenden Kirche im Albtraum des Jägers erkundet. Wir haben in der Zeit die Geschichte von Adeline zum Beispiel uns angesehen und dadurch die Seidenpflanzenrune erhalten, was ein ganz großes Ding scheinbar ist, aber für uns noch nicht ganz ersichtlich, warum das überhaupt relevant sein soll und was die bringt. Haben aber in der Zeit überhaupt noch keinen Boss oder sonst was irgendwie gesehen. Aber wir stehen kurz davor, also es wirkte schon sehr, als wären wir jetzt gleich da. Und ich habe das ja eher hinten angestellt, damit wir gerade die Geschichte mit Adeline noch ein bisschen weiterverfolgen können. Guten Abend. Ich habe tatsächlich zum letzten Mal noch diesmal sogar drei kleine Addenden. Ich weiß gar nicht, ob das die wirkliche Mehrzahl dazu ist. Also drei Dinge anzufügen, weil ich gemerkt habe, dass ich bei vielen Sachen relativ schnell nur drüber hinweggegangen bin und gar nicht größer drüber geredet habe, was die Implikationen davon sind. Das sind sehr kleine Sachen nur, aber ich glaube, die sind trotzdem auch sehr wichtig. Das erste davon ist der Yahagul-Jäger unten in den Zellen, von dem ich gesagt habe, dass es höchstwahrscheinlich Defektor Antal ist, also der Jäger, den man sich in Yahagul zur Hilfe beschwören kann, wo ich jetzt einfach festgemacht habe, dass es wahrscheinlich Antal ist, weil er diese Kirchenhacke benutzt, oder wie das Ding heißt. Ich schaue gerade nochmal nach, dass ich jetzt nicht den falschen Namen sage. Kirchenhacke, genau das Ding. Das ist größtenteils deswegen interessant, weil er eben in dieser Zelle sitzt und es ja auch geheißen hat, dass die Untergrundzellen Dinge, die niemand sehen sollte und Wissen, das niemand haben sollte, dort festgehalten wird. Und das sind ja größtenteils scheinbar irgendwelche Jäger oder andere Personen. Wir haben da ja auch die Leiche von Gratia gefunden und Yamamura von der Liga zum Beispiel und diesen Typ mit dem Geweih auf dem Kopf. Und Antal ist ja ausgezeichnet als Defektor, also jemand, der ich nenne es mal seine Fraktion, verraten hat, der zu einer anderen Gruppierung übergegangen ist. Es wäre durchaus möglich, oder ich halte sogar für gar nicht so unwahrscheinlich, dass der wohl mal tatsächlich Jäger von Yahagul war und dann festgestellt hat, dass die Experimente in Yahagul überhaupt nichts für ihn sind oder dass er das für moralisch vielleicht verwerflich hält. Ich meine, wenn man sich Yahagul ansieht, kein Wunder. Womöglich wurde er deswegen eingesperrt. Also die Heilende Kirche ist ja immer noch die Oberfraktion, von der Yahagul, also die Menses-Schule, nur ein Teil ist. Es ist also, wie gesagt, durchaus möglich, dass er sich gegen die Menses-Schule entschieden hat und dafür im Gefängnis gelandet ist. Aber jetzt trotzdem über die Macht von den alten Jägerglocken und so weiter uns hilft. So, wenn ich auf die nächsten Sachen zu sprechen komme, mache ich mich langsam mal schon wieder auf den Weg. Ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal am Ende gemacht habe oder zwischendurch, die Liga-Rune auch wieder ausgewählt, damit wir mal sehen können, dass man Yamamura tatsächlich zur Hilfe beschwören kann. Das zweite, was ich habe, ist das Thema Gift mal wieder, weil ich habe ja schon öfter über Gift geredet, auch schon sehr ausführlich. Diesmal nur eine kleine Sache. Es gab ja auch Patienten, die so einen pustelübersäten Arm haben und den Charakter einfach vergiftet haben, indem sie ihn gepackt haben und diesen Arm in sein Gesicht gedrückt haben. Das finde ich sehr interessant deswegen, weil ich ja schon mal die Theorie einfach in den Raum gestellt habe, dass die Heilende Kirche selbst das Gift, also das Aschenblut, entdeckt oder vielleicht sogar erfunden hat und zumindest als Waffe eingesetzt hat. Es ist echt möglich, dass das hier in der Forschungshalle passiert ist, dass das ursprünglich entdeckt wurde. Wir haben ja auch diesen giftigen Tümpel hier in der Mitte. Und die dritte Sache, über die ich reden will, ist Amöben, weil bei der Gehirnflüssigkeit, wovon wir Adeline ja mehrmals was gebracht haben, steht ja dabei, dass es eine Flüssigkeit ist, die sich schleimig bewegt und, ich glaube, wackelt war die Formulierung, wie Amöben, amöbenartig. Und man sieht dem Icon, ich habe jetzt leider davon keins mehr, weil wir es jetzt alles Adeline gegeben haben, der Icon sieht aber tatsächlich ein bisschen aus wie eine Amöbe, eine riesige. Und es ist größtenteils deswegen interessant, weil diese ganzen Patienten mit den geschwollenen Köpfen hier immer von diesem Wasser geredet haben und sie ja auch diese Hirnflüssigkeit in sich aufgenommen haben. Vielleicht haben sie darin gebadet, weil Adeline redet auch von einer Taufe, wenn man ihr das gibt. Also vielleicht mussten sie es nur über sich kippen oder sowas.
Und das ist ja klar, dass es da nicht einfach nur um ganz normales Wasser geht, weil normales Wasser trinken wir ja am Ende hoffentlich alle. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Kopf ist hoffentlich noch ungefähr normal groß. Deswegen schätze ich mal, in dem Wasser ist irgendwas drin. Und die Tatsache, dass Amöben explizit erwähnt werden, ist ja schon ein Hinweis darauf, was ungefähr in dem Wasser sein könnte, nämlich irgendwelche Parasiten. Es gibt ja auch im echten Leben haufenweise irgendwelche Parasiten, die im Wasser leben, und die wir deswegen auch in unseren Körper bekommen können. Also es gibt ganz explizit Parasiten, die über Wasser durch die Nase in unser Gehirn gelangen und es dann auffressen und so ein Zeug. Also kann es schon sein, dass sowas Ähnliches hier in dem Wasser war, was für diese ganzen Versuche an den Leuten benutzt wurde. So, das war jetzt aber erstmal so viel dazu. Jetzt können wir uns nämlich langsam endlich mal um den lang angekündigten Boss kümmern. Ich habe versagt, Prinzessin Okay. Also die kennen wir schon, die saß eigentlich ursprünglich mal da unten. Und als wir dann das Treppenhaus hier weiter hochgefahren haben und dadurch dieser Weg verfügbar wurde, ist sie hier hochgerannt. Ist ganz nett. So, hier können wir Yamamura beschwören. Wollte ich nur mal zeigen. Yamamura ist der Jäger unten aus der Zelle. Ich beschwöre ihn einfach mal. Ich werde ihn wieder wegschicken, bevor ich den Bosskampf anfange. Ich meine, so mache ich es ja immer. Es gab letztes Mal ja auch schon Spekulationen, dass Fürstin Maria der Boss in diesem Level ist. Und Simon hat uns ja auch gesagt, dass wir Fürstin Maria töten sollen. Das ist Yamamura. Er hat den Ligastab gerade hochgehalten. Und er trägt. Oh, und er trägt so ein Durchschlagsgewehr und irgendein Katana, das wir nicht kennen. Das ist nicht das Chikage von Kanehurst. So, ich schicke den gerade, wie gesagt, einfach mal wieder weg. Und dann legen wir los. Schauen wir doch mal, was hier dahinter ist. Es ist nämlich nicht Fürstin Maria. Oh Gott, das sind irgendwelche riesigen Aliens, die wild um sich fuchteln. Ich probiere das einfach mal. Ich meine, wir hatten sowas ja schon mal bei den himmlischen Abgesandten. Dass einfach ganz viele Aliens unterwegs sind, so blaue. Und das hier ist offensichtlich wieder ganz ähnlich. Wir hatten da ja auch Blumen auf dem Grund, das waren aber andere Blumen scheinbar. Ah Gott. Ich werde hier gerade einfach mehr oder weniger platt gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Waffe ich nehmen soll. Oder wie ich gut gegen die vorgehen soll. Gar nicht mal so einfach. So, man beachtet, dass sie sehr viele Zauber können. Und dass ich wie immer nicht sehr geschickt beim Kampf bin. Ah, okay. Endlich ist mal einer tot. Man merkt, die können auch einfach sterben. Das sind quasi einfach unendlich viele. Also ein ganz typischer Mobkampf. Kann ja auch einfach mal Glück haben. Und man beachtet, wie gesagt, bei den Zaubern gerade, dass sehr viel der Kosmos wirklich auch einfach zu sehen ist dabei. Während die zaubern. Also die Explosionen aus diesen Dingern hier sehen aus wie Sterne. Was der hier macht, ist zum Beispiel auch sehr. Man sieht am Himmel quasi den Kosmos, den er beschworen hat. Wow. Okay. Angenehm. Hört ja gar nicht mehr auf. Ich mache einfach mal so weiter. Scheint ja gut zu funktionieren, was ich hier treibe.
So, jetzt wird es gleich hoffentlich langsam mal spektakulärer als das. Ich weiß auch, dass Feuer nicht unbedingt die effektivste Möglichkeit ist, gegen gerade Verwandte zu kämpfen, weil das sind ja ganz eindeutig Verwandte, sieht man ja. Aber ich habe leider keine gute Blitzwaffe. Okay, jetzt legen sie mal mit was los. Ich schaue mir das jetzt mal in Ruhe an, auch wenn es schlauer wäre, jetzt zu schlagen, aber die beschwören um uns herum komplett den Kosmos. Und dabei irgendwelche riesigen Meteoriten und die Musik ändert sich. Sehr spektakulär das Ganze. Geht ganz gut. Es wird eigentlich Zeit, dass sie mal wieder Meteoriten beschwören, aber machen sie irgendwie nicht. Okay, dann wohl nicht. Dann war's das schon wieder. Spektakulär. ja. Was gibt's dazu zu sagen? Lebendige Misserfolge. Wir haben die ganzen Versuche gesehen, irgendwelche Leute mit dieser Hirnflüssigkeit in irgendwas zu verwandeln, die Köpfe von denen zu vergrößern. Und hier rennen lebendige Misserfolge rum. Riesige blaue Leute mit angeschwollenen riesigen Köpfen. Der Name erklärt eigentlich schon fast alles, was es da zu wissen gibt. Aber da ist natürlich ein bisschen mehr hinten dran. Zum einen haben wir hier diese Blumen, die aussehen wie Sonnenblumen. Also ganz eindeutig, komplett wie Sonnenblumen. Wir haben ja auch schon sehr viele von diesen Leuten mit den angeschwollenen Köpfen gesehen, die sich um Sonnenblumen gekümmert haben. Hier in der Mitte ist so ein riesiges Gewächs, ein riesiges, sieht eher aus wie ein Baum, wo riesige von diesen Blumen dranhängen. Erinnert mich jetzt ein bisschen an die Seidenblume, die wir durch die Seidenpflanzenrune auf den Kopf bekommen. Habe ich letztes Mal kurz gezeigt, werde ich vielleicht nachher nochmal zeigen. Diese Blumen scheinen wohl relevant zu sein bei dem Versuch, was auch immer die hier machen. Beim himmlischen Abgesandten-Bosskampf im oberen Kathedralenviertel war das ja ganz ähnlich. Da waren ja auch überall Blumen, aber es waren mehr so bläuliche Blumen. Also es waren scheinbar nicht die gleichen. Ich gehe einfach mal an die Lampe. Dann kann man nämlich auch mal zeigen, wie dieser Ort hier heißt. Ich gehe einfach direkt in den Traum zurück, weil warum auch nicht. Weil dieser Garten hier hat natürlich auch einen eigenen Namen. Da können wir uns das mal im Vergleich anschauen, weil da ist der Name der Blumen mit angegeben. Die konnten ja jetzt scheinbar den Kosmos aber auch beschwören, jetzt natürlich nicht nur mit diesen ganzen kleinen Zaubern, sondern eben explizit auch diesen riesigen Meteoriten und so weiter. Das wirkt für mich schon sehr wie eigentlich gar nicht so ein großer Misserfolg, wenn es darum ging, irgendwie Kontakt zum Kosmos aufzunehmen, aber scheinbar ist einfach nur den Kosmos beschwören und die Meteoriten und so weiter daraus zu holen, nicht was das Ziel des Ganzen ist. Das haben wir sowas Ähnliches schon mal gehört. Nämlich beim Ruf ins Jenseits. Die vor langer Zeit erreichte die Heilige Kirche mit Hilfe von Trugbildern eine hohe Finsternisebene, konnte die äußeren Ebenen des Kosmos aber nicht kontaktieren. Das Ritual hatte sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht, erschuf aber einen kleinen explodierenden Stern und so weiter. Das ist ja quasi
wie ein Präzedenzfall dafür. Die Kirche versucht irgendwie Kontakt zum Kosmos aufzunehmen und schafft es dabei nur, Dinge aus dem Kosmos zu sich zu holen, die aber nicht sind, was sie wollen. Also sie wollen ja wahrscheinlich eher irgendwelche Wesen aus dem Kosmos, die Großartigen vielleicht und so. Aber am Ende beschwören sie eben nur irgendwas direkt aus dem Kosmos selbst, was da eben rumfliegt. Also kein Erfolg. Der Bosskampf vom himmlischen Abgesandten damals, der hieß der Raum Lichtblumengärten. Und da können wir mal gucken, wie jetzt dieser Raum heißt, den wir gerade freigeschaltet haben. Der müsste ganz ähnlich heißen. Nämlich Lichtholzgarten. Also scheinbar ist das Relevante nicht das Lichtholz, sondern die Lichtblumen. Was auch immer das jetzt genau zu bedeuten hat. Aber auffällig beim himmlischen Abgesandten standen ja nur solche Blumen. Und hier bei dem stand in der Mitte dieser riesige Lichtholzbaum. Vielleicht sind es zwei verschiedene Arten von Pflanzen. Ich löse das jetzt einmal aus. Das Ding hier war, was ich meinte. Das ist die Seidenpflanzerune. Und das sieht ganz ähnlich aus zu dem, was in der Mitte vom Bossraum steht. Ich nehme es gerade wieder weg, weil es irritiert ja nur. Achso, ich versuche jetzt einfach mal zu leveln. Es ist also echt möglich. Wir haben ja scheinbar eine Art Blick in die Vergangenheit in diesem ganzen Albtraum. Wir schauen ja Sachen. Wir schauen ja Sachen an, die einfach schon sehr lange her sind. So die ganzen alten Jäger und so weiter ist da ja auch Thema. Also sehen wir auch Sachen, die eben die heilige Kirche damals wohl versucht hat. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal auch drüber geredet, dass die diese ganzen Versuche mit Wasser und so weiter, das spricht ja sehr dafür, dass die heilende Kirche damals noch dachte, dass der Kosmos irgendwo unter Wasser wäre, irgendwo im tiefen Ozean und deswegen dieses Wasser benutzt haben. Wir haben ja Wasser sehr viel als Thema, auch einfach gerade große Mengen an Wasser, Seen und so. Wir haben mehrere Runen, die explizit vom Wasser reden, nämlich See und Tiefsee, also See und viel wichtiger Tiefsee, die als Bollwerk für den Schlaf und so weiter benutzt werden, oder nicht benutzt werden, aber als eins fungieren. Und scheinbar sind diese, dieser Boss, den wir gerade bekämpft haben, diese Fehlschläge, so eine Art erster Versuch, sowas wie den himmlischen Abgesandten zu erschaffen. Wirkt für zumindest für mich sehr so, weil der himmlische Abgesandte heißt ja nicht umsonst wirklich himmlischer Abgesandter. Der war offensichtlich ein Erfolg beim Versuch, Kontakt herzustellen. Sonst würde er ja auch nur sowas wie Misserfolg heißen oder sowas oder Experiment oder was auch immer. Aber er heißt himmlischer Abgesandter. Und das heißt, nicht umsonst ist er ja mehr oder weniger direkt vor dem Bossraum von Ebrietas, die ja die Tochter des Kosmos ist. Also scheinbar hat die heilende Kirche, gerade der Chor vor allen Dingen, irgendwann Erfolg gehabt. Und nicht zuletzt hat der Chor Erfolg gehabt, weil er eben diese große Epiphanie hatte, die ja beim Abzeichen, beim kosmisches Auge Jägerwächterabzeichen steht. Nämlich, hier stehen wir, die Füße auf der Erde. Doch ist der Kosmos uns vielleicht sehr nahe, nur knapp über unseren Köpfen. Der Chor war es, der herausgefunden hat, dass der Kosmos nicht die Tiefsee ist, sondern eben der Weltraum. Und dass dann die ganze Forschung plötzlich weggeht von diesem Hirnflüssigkeits- und Wasserding und eher hingeht zu, ja, zu was sind sie hingegangen? Scheinbar ja vielmehr zu dieser Einsicht und zu den Schnecken und so weiter, also zu den ganzen Familiaren und Verwandten, die sie in den alten Labyrinthen gefunden haben. Wir wissen ja auch gar nicht, ob zu Zeiten der Forschungshalle die heilende Kirche überhaupt schon von den alten Labyrinthen wusste. Naja, doch, wir wissen, dass sie es wusste, denn die heilende Kirche wurde ja erst gegründet, nachdem Burgenworth die Labyrinthe entdeckt hat und das alte Medium, das heilende Blut, gefunden hat. Aber also für mich wirkt es sehr so, als wären es eben so diese ersten Gehversuche in Richtung Kontakt zu den Großartigen, die eben fehlgeschlagen sind. Deswegen heißen diese Wesen lebendige Fehlschläge. So. Wir sehen auch, wir sind sehr weit oben mittlerweile. Man sieht quasi hier die Spitze von der einen Seite. Aber man kann nicht ganz hoch gucken, die Kamera lässt sich nicht so weit drehen. Und hier scheint so die andere Seite zu sein. So. Wenn man hier runterschaut, sieht man auch quasi diese Albtraumversion von Yharnam, aber die liegt tatsächlich größtenteils auch unter Wasser. Also wir sehen da unten Wasser einfach zwischen den Häusern, als wäre es überschwemmt oder irgendwas in die Richtung. Da unten steht so ein bisschen komisch, so ein einzelnes kleines Haus, naja, ist nicht so wichtig. Und über uns ist einfach nur der Himmel und so weiter, und hier geht es ja auch noch weiter, hat man ja gesehen. Aber ich gucke mir erstmal das hier an. Okay. Hier sieht man den anderen Garten, den
Lichtblumengarten. Und das hier ist ja der Lichtholzgarten. Da unten ist quasi der Garten, in dem in der Wachwelt der himmlische Abgesandte unterwegs war. So. Ich werde dann einfach mal den Schlüssel lesen, den wir eigentlich bekommen haben. Nämlich den astralen Uhrturmschlüssel. Uhrturmschlüssel. Schlüssel zum astralen Uhrturm auf der großen Kathedrale. Die Pflegerin der unzähligen Patienten des Turms war nur als Fürstin Maria bekannt. Ihr Zuhause lag hinter der riesigen Uhr, die die Sterne interpretieren kann. Und das ist natürlich brennend interessant, was das denn jetzt heißen soll. Und ich denke, da gehe ich jetzt auch einfach mal rein, weil ich wüsste gerade nicht, was ich noch machen soll. Mit der Glocke. Und hier endlich sehen wir das Ziffernblatt des Uhrturms. Und da vorne sitzt jemand. Aber da beschäftige ich mich jetzt nicht sofort damit. Es ist tatsächlich, sieht man, ein Uhrturm. Hier sind zwar irgendwelche Kerzenständer und so ein Quatsch an den Seiten, aber man beachtet, dass hier haufenweise Federn einfach auf der Erde liegen. Wie es in Uhrtürmen meistens ist, weil da ja meistens irgendwelche Tauben sich einnisten und so weiter. Hier hängen Glocken an der Decke und da hinten ist dieses riesige Ziffernblatt. Das Ziffernblatt können wir in Yharnam eigentlich immer von irgendwo aus sehen. Es ist an der riesigen Kathedrale immer angebracht. Und ich habe schon mal erwähnt, es ist kein Ziffernblatt, was einfach nur eine normale Uhr ist. Es ist keine normale Uhr. Da sind ein paar Sachen, die weisen darauf hin. Zum Beispiel, dass beide Zeiger exakt gleich lang sind. Außenrum um die Uhr sind Runen und sowas angebracht. Das gucken wir uns später nochmal genauer an. Diese Uhr basiert quasi auf einer Uhr aus dem echten Leben oder aus einer Art von Uhr aus dem echten Leben. Nämlich nicht eine Uhr, die die Zeit angibt, sondern eine Uhr, die verschiedene Sternzeichen und sowas angeben kann. Da gibt es, ich glaube, in Prag ist, glaube ich, die größte bekannte an irgendeinem Kirchturm. Da sieht man zwar auch die Zeit, aber gleichzeitig kriegt man eben, wie gesagt, auch so Sternzeichen angezeigt und all dieses Ganze. Ich kenne mich mit Astrologie nicht wirklich gut aus, aber da ist dann halt auch sehr viel irgendwas mit Aszendenten und zu welcher Zeit, welches Sternzeichen, in welchem Jahr und so weiter, kriegt man da alles angezeigt, kann ich nichts mit anfangen, ist aber natürlich für Leute, die damit was anfangen können, hochinteressant, eine Uhr zu haben, die das anzeigen kann. Und warum hat die Kirche hier sowas? Ich ignoriere was, da sitzt jetzt einfach mal komplett und zeig mal kurz. Hier ist zum Beispiel eine Rune dran. Die habe ich tatsächlich genau diese auch gerade erst gezeigt. Nämlich die Tiefseerune. Hier aber auf dem Kopf. Wahrscheinlich, weil sie, wenn sie oben steht, wichtig ist oder sowas. Und da sind noch mehr Runen, die können wir von hier aus jetzt aber schlecht sehen. Hier sieht man ein bisschen eine, die kennen wir aber noch nicht. Das ist, glaube ich, die Umarmung der Bestie oder sowas. Ich gucke mal, ob ich von hier was sehen kann, zwischen den Stäben durch. Da ist, glaube ich, noch eine, kann man aber auch nicht gut erkennen. Das ist natürlich auch auffällig, dass diese Runen verschiedene Abstände haben. Man kriegt später wirklich Gelegenheit, das noch genauer zu gucken. Die haben verschiedene Abstände, weil das mehrere verschiedene Zahnräder sind, die sich, also mehrere verschiedene Ziffernblätter sind, die sich verschieden schnell drehen müssen. Oder dadurch, dass sie sich verschieden schnell drehen, verschiedene Informationen ausgeben und deswegen müssen die teilweise verschieden breite Bereiche abdecken. Da drüben habe ich gerade gemerkt, kann man auch noch sehen, da ist die Seerune dran. Ich auch mal eben kurz nicht hier, im Inventar anschauen, wie die nochmal genau aussah. So. Kann man erkennen, das ist die. Nur auch wieder auf dem Kopf, weil wahrscheinlich, wie gesagt, die obere Position wichtig ist. Es ist also wirklich eine astrale Uhr. Das steht ja auch bei dem Schlüssel auch dabei. Das ist halt, finde ich, brennend interessant, weil ich habe mich, ehrlich gesagt, mit sowas noch nie beschäftigt. Ihr Zuhause lag hinter der riesigen Uhr, die die Sterne interpretieren kann. Und genau für sowas ist das da. Und es wirft ein ganz anderes neues Licht auf diese ganzen Carol-Runen. Die scheinen nämlich sowas wie Sternzeichen auch zu sein. Bestimmt nicht alle davon. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, dass die Seidenpflanzenrune, die ist bestimmt kein Sternzeichen oder keins, was wir kennen. Das kann natürlich gut sein, dass Sternzeichen selbst die Worte der Großartigen sind. Und da fällt mir nämlich noch gerade eine ganz andere Sache auf, nämlich man beachte mal, es gibt zwar Runen, die hell leuchten, die meisten sind aber einfach dunkel. Manche haben kleine Lichtpunkte drin und so weiter, aber viele von den Runen sind dunkel oder rot und haben diesen ganz grauen Hintergrund vor allen Dingen. Und selbst die Schwurrunen haben so ein ganz eigenes Aussehen, aber die Rune
leuchtet ganz anders als diese. Die hat was sehr Eigenes. Und das ist, denke ich, ein kleiner Hinweis darauf, dass die verschiedenen gestalteten Runen von verschiedenen Leuten entdeckt wurden. Die meisten wurden von Carol entdeckt. Das steht ja auch meistens dabei. Carol, Bergmanns Runenschmied, hinterließ dieses Symbol. Aber es gibt eben auch Carol-Runen, wo dabei steht, eine Carol-Rune, bla bla bla, die vielleicht eben von jemand anders entdeckt wurden. Bei zweien wissen wir es, nämlich bei der Führung, die wurde ja von Ludwig entdeckt, und eben jetzt auch bei Seidenpflanze, die von Adeline entdeckt wurde. Nur ein kleiner Hinweis darauf. So, jetzt beschäftigen wir uns mal mit den wichtigeren Dingen des Lebens. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe noch was zu sagen zu dieser ganzen astrale Urtum-Sache. Das ist eine Theorie, oder darauf bin ich gestoßen in einem Video von Lore and Lore. Ich habe schon mal auf den Channel verwiesen, das ist relativ klein auch. Werde ich jetzt auch wieder drunter verlinken, dass es ein Glockenturm ist. Und hier sind haufenweise Glocken. Und es ist dieser astrale Urturm, bei dem man eben die verschiedenen Sternen, Mondphasen, Sternzeiten und so weiter alles irgendwie erfassen kann. Und wir wissen, schaue ich glaube ich mal bei der Chorglocke an, hergestellt nach dem Vorbild einer Glocke, die einen Arkanklang über die Existenzebenen schickt. Wir wissen, dass Glocken genutzt werden, um auf andere Existenzebenen hin Kontakt aufzunehmen und zum Beispiel auch Leute aus anderen Existenzebenen zu uns zu rufen. Das machen wir mit anderen alten Jägern und anderen Spielern. Das machen die Leute, die Thumera zum Beispiel, mit irgendwelchen Blutgeistern und so einem Quatsch. Es gibt immer wieder Hinweise, dass Glocken genutzt werden, um anderes zu rufen. Man kann, wenn man genau hinhört, selbst bei dem Bosskampf mit den Fehlschlägen manchmal den Glockenschlag hören, wenn sie, und die beschwören ja auch die ganze Zeit Meteoriten aus anderen Existenzebenen. Glocken werden quasi dafür genutzt, Kontakt zu weithin, zu komplett anderen Welten aufzunehmen. Und es ist ein bisschen auch, da gibt es auch wieder so ein Äquivalent aus dem echten Leben. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie die heißen, aber das wird auch in diesem Lore and Lore Video zum Glück genauer erzählt. Der kennt sich da, glaube ich, ein bisschen, hat sich mehr damit beschäftigt. Aber irgendwelche Institutionen auf der Welt, die versuchen, Kontakt zu Aliens aufzunehmen. Und das eben jetzt nicht mit dieser rechtwinkligen Dreiecksache, von der ich ja auch schon stundenlang geredet habe, sondern in dem Fall mit irgendwelchen Radarstrahlen und so einem Quatsch, mit irgendwelchen Strahlungen, die man durch den Weltraum schicken kann, kenne ich mich auch wieder gar nicht mit aus. Das ist aber eine Technologie, die eben die Leute in Bloodborne nicht haben. Aber die Leute in Bloodborne haben im Gegensatz zu uns dieses Glockending. Die können mit Glocken Kontakt aufnehmen. Und vielleicht nutzen sie quasi diese Uhr, um irgendwelche Sternkonstellationen und Orte zu bestimmten Zeiten im Weltraum irgendwie festhalten zu können, um das sich irgendwie zu merken, aha, jetzt ist gerade dort und so weiter. Und nutzen diese Glocken, um dorthin Signale zu schicken. Oder schicken diese Signale einfach zu verschiedenen Zeiten, zu bestimmten Sternkonstellationen in den Weltraum und hoffen, dass irgendwelche Großartigen das hören und merken, dass wir versuchen, zu ihnen Kontakt aufzunehmen. Weil das ist ja eigentlich das große Ziel von der Heiligen Kirche. Weil die Heilige Kirche hat zwar einen Großartigen, nämlich Ebrietas, aber sie haben extra eben diesen himmlischen Abgesandten gezüchtet, im Versuch scheinbar zu nur noch mehr verschiedenen Großartigen Kontakt aufzunehmen. Weil wenn sie das nicht machen würden, dann hätten sie ja eben auch den Ruf ins Jenseits zum Beispiel nie entdeckt. Das können sie ja nicht entdeckt haben, bevor sie Ebrietas entdeckt haben. So, jetzt aber mal weiter hier. Da vorne sitzt nämlich eine Person. Hat es wahrscheinlich gerade schon gesehen, ich bin einfach vorbeigerannt, aber hier sieht man, hier ist viel Blut auf dem Boden. Eine einzelne Person, weiße Haare, blasses Gesicht, eine edlere Jägertracht und Blut überall. Man sieht das Blut von ihrer Hand runtertropfen. Und hier überall am Hals auch Blut. Das sieht für mich nach Selbstmord aus. Hier ist ja auch sonst keiner. Hier auf dem Tisch haben wir ein leeres Weinglas und ein kaputtes Bild. Auf dem Bild selbst kann man nichts erkennen. Da sind irgendwelche verschrobenen Zeichnungen und so. Und es gibt auch Bilder im Internet von Leuten, die versucht haben, das so genau wie möglich zu sehen. Ist aber nicht wirklich was Sinnvolles erkennbar. Auf dem Tisch hier, wie gesagt, ein Weinglas. Vielleicht hat diese Person, die hier auch als Leiche verzeichnet ist im Tooltip, hat erstmal noch einen Wein getrunken, bevor sie sich selbst umgebracht hat. Scheinbar die Kehle durchgeschnitten hat. Hier hinten, vor diesem Ziffernblatt, Runenblatt, ist ein Sarg, auf dem irgendwelche Schrift steht, die auch nicht lesbar ist, wahrscheinlich ähnlich wie beim Kirchenhammer.
Und darauf liegen auch weitere von diesen Blumen. Und da fällt mir auf, vielleicht sind es ja auch alles überhaupt keine Federn, sondern einfach Blütenblätter. Kann natürlich auch gut sein. Ich denke, wir sprechen einfach mal mit dieser Person. Naja, die schläft nicht nur. Bei mir Marie gerade schreibt, die schläft nur. Es ist ja eine Leiche. Aber gut, man kann sie ja untersuchen. Eine Leiche sollte ihre Ruhe haben. Oh, ich kenne das gut. Wie die Geheimnisse so süß locken. Nur ein ehrlicher Tod kann euch heilen. Euch befreien. Von eurer wilden Neugier. Fürstin Maria des astralen Uhrturms. Da haben wir doch drauf gewartet. Was jetzt schwer erkennbar war, aber vielleicht relevant ist. Okay, sie kämpft mit zwei Schwertern. Und geht erstmal ab. Ich weiß nicht, ob ich schon wirklich gegen sie kämpfen soll. Ja, ich mache einfach mal. Sie sieht aus. Das ist wahrscheinlich das brennend Interessante, wo wir davon brennend reden. Sie sieht aus wie die Puppe. Die Puppe, bei der wir immer aufleveln. Und sie kann Beschleunigung, das sollte man auch beachten. Ah, jetzt bin ich genau in das Schwert gesprungen, auch nicht dumm. Aber der Augur ist gegen sie wirklich das Beste, was man je erfunden hat. Ah, jetzt schießt es aber auch. Jetzt will es auch wissen. Okay, und jetzt gönnt sie sich. Und beachte, sie rammt beide Schwerter in ihre Brust und plötzlich Blut. Und es fliegt Blut durch die Gegend, wenn sie schlägt. Ja, das nicht zu knapp. Teilweise auch mein Ereignis. Ja, das war's schon. So, Charlene Wex schreibt gerade, Germans beste Schülerin, oder? Was genau, wer genau Maria ist, besprechen wir wahrscheinlich besser, wenn ich sie besiegt habe und wir ihre Rüstung lesen können und so weiter. Aber das ist schon, ja. es ist sehr schön gemacht hier in dem Level, finde ich, dass man zwei Bosse direkt hintereinander hat. Man hat auch keine weiten Laufwege dadurch, gerade bei ihr. Aber ich glaube, jetzt muss ich mir mal ein bisschen Mühe geben. Aber, wie gesagt, es ist auffällig, dass sie eben diese Blutschwerter benutzt. Sie hat ja auch, bei der Puppe ist es so, ja, das ist halt eine Puppe. Die hat halt einfach weiße Haare und ein blasses Gesicht und so weiter. Aber die sieht ja ganz genauso aus. Und weiße Haare, blasses Gesicht und so weiter ist ja auch ein ganz bestimmter Style, den auch andere Leute auf der Welt oft mal haben. Also gerade hier in Bloodborne. Ja, was mache ich denn? Ein Mist schon wieder. Ja, Albinos, ich rede vor allen Dingen hierbei von Kanehurst. Ja. So, jetzt müsst ihr langsam mal mit ihrem Blut loslegen, ganz genau. Das Krasse ist halt auch, wenn sie mit dem Blut anfängt, so wie jetzt, hat sie natürlich auch eine viel höhere Reichweite, weil sie klar. Okay, aber blöd sein kann man natürlich trotzdem.
Ei. Ich schlag mit dem Ambu auch nur noch daneben. Okay, alles klar. Ich merke schon. Die Musik muss ich tatsächlich auch ganz groß loben. Also sie hat echt eine sehr beeindruckende Musik. Also es macht auch wirklich einfach sehr viel Spaß, gegen sie zu kämpfen vor allen Dingen. Auch wenn es nicht immer so aussieht. Aber gerade eben solche kleinen Bosse, die eben auf Jägerniveau sind, sind natürlich eigentlich der größte Spaß in diesem Spiel. Natürlich kämpfen wir auch gerne gegen riesige Monster, aber da ist die Kamera immer ein bisschen schwierig und so weiter. Und so kleine Bosse sind irgendwie nett. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man bewegt sich auf sehr ähnlichem Terrain. Vielleicht sollte ich auch einfach mal mehr versuchen, sie zu parieren. Kann man nämlich auch. Ja, lohnt sich aber nur mäßig bei mir. Zu wenig Geschick. So kann man das machen. Das zeige ich gerade mal so ein bisschen hier. Okay, jetzt geht's aber ab. Gute Frau. Was kommt denn jetzt nach Blut noch, ne? Nämlich Feuer natürlich, was auch sonst. Und damit macht sie nochmal mehr Schaden. Also die Tatsache, dass ihr Blut anfängt zu brennen, ist natürlich auch so eine sehr wichtige Sache. Weil brennendes Blut wiederum ist eine Nummer, oder generell Feuer als eine Magieart, oder ich meine, es ist ja immer schwer, sowas als Magie einfach zu bezeichnen, aber Feuer, das man einfach so mehr oder weniger beschwören kann, dass man sich einfach so zur Hilfe ruft, dass man aus dem Nichts quasi materialisiert, oder in ihrem Fall halt als brennendes Blut, aber das ist ja, Quatsch, da jetzt den großen Unterschied zu machen. Ich überlege gerade, ob ich eine andere Waffe gegen sie benutzen sollte. Ich glaube, damit bin ich ganz gut bedient, mit dem Sägespeer. Feuer ist ja auch so eine relativ explizite Sache, die wir allerdings jetzt nicht von Kanehurst kennen, weil Kanehurst ist ja sehr auf Blut bezogen. Sondern eben eher von Thumeru. Und das finde ich halt brennend interessant. Weil Thumeru haben wir ja schon mal mehr oder weniger ein bisschen den Zusammenhang hergestellt, dass die mit Kanehurst vielleicht zu tun haben. Okay, da sind wir wieder.
Ja. Es tut mir leid, aber das macht einfach zu viel Spaß, sie so ein bisschen zu bullen. Beachte, wie viel Schaden sie einfach macht. Ja, das fange ich an. Au, 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 au. Na? So. Und diese Musik ist schon ein schönes Gefühl. Okay, sehr viel Einsicht. Man beachtet, dass sie ihre Hände gen Himmel gereckt hat, als sie gestorben ist. Das machen überraschend viele Gegner, gerade Bosse, die menschlich sind. Das hat zum Beispiel auch Mikolasch gemacht. Gerade Mikolasch, bei dem ist es sehr wichtig. Ja, da wären wir. Das war die Fürstin Maria, die wir töten sollten, um, wie Simon es gesagt hat, das wahre Geheimnis herauszufinden, was die Kirche zu verbergen versucht. So. Ich nehme mal diesen Gegenstand hier. Das ist ähnlich wie bei Logarius. Nachdem man ihn getötet hat, liegt hier einfach ein Gegenstand im Raum. Bei Logarius war es seine Krone. Hier ist es das Himmelszifferblatt. Ein himmlisches Zifferblatt, das mit der astralen Uhr in der großen Kathedrale gemeinsam funktioniert. Wenn das Zifferblatt der astralen Uhr entgegengehalten wird, wird die Uhr lebendig und gibt ihr Geheimnis den neugierigen Eindringlichen Preis. Man beachte, dass dieses Zifferblatt eben tatsächlich einmal diese großen Kreise hat. Jetzt habe ich leider hier nichts, um auf dem Bild was zu zeigen. Leider gibt es hier keinen Mauszeiger oder so. Man sieht aber in dem großen Kreis nochmal eben diesen kleineren, der auch mit der Mitte verbunden ist, aber eben nicht im Zentrum, sondern eher an einer Seite, dass er sich quasi hinter dem großen Kreis entlang dreht. Und da sieht es sehr aus, als wäre das hier bei dem großen Zifferblatt da vorne vielleicht ganz ähnlich gebaut. Man sieht hier im Hintergrund diesen anderen Kreis. Das ist interessant. Aber bevor wir damit irgendwas machen, gehen wir mal zurück in den Traum. Unter anderem will ich leveln. Dafür brauchen wir auch ein paar mehr Echos. Nehme ich einfach mal wieder so eins. So, das war diese Fürstin Maria. Sehr viele von den Patienten in der Forschungshalle haben ja auch explizit von ihr geredet, dass sie quasi sie beschützen sollen. Die haben versucht, Maria zu gefallen und so weiter. Und wie gesagt, sie sieht aus wie die Blume. Sie hat sogar dieselben Augenringe und sowas gehabt und eben diese blasse Erscheinung. Und sie ist auch sehr vergleichbar groß, weil die Blume ist ja, die Puppe ist ja auch sehr groß, wie man sieht. Maria auch. Natürlich ist es oft bei Bosskämpfen, die Jäger sind so, dass die einfach größer sind als der Spieler. Auch wenn sie es eigentlich geschichtstechnisch nicht unbedingt sind, aber damit der Spiel überhaupt sieht, gegen was er da kämpft, das habe ich auch schon mal ewig drüber geredet. Jäger-Bosskämpfe müssen einfach größer sein als der Spieler selbst. Die normalen Jäger, die man in der freien Wildbahn, nenne ich es mal, trifft, sind ja meistens genauso klein wie der Spieler und da ist es schon echt schwer zu erkennen, was die eigentlich so treiben. So, aber ich rede jetzt mal mit der Puppe. Gute Jägerin, das klingt vielleicht seltsam, aber habe ich mich irgendwie verändert? Gerade habe ich irgendwo, vielleicht in meinem Inneren, eine Befreiung von schweren Fesseln verspürt. Nicht, dass ich so etwas spüren könnte. Wie überaus seltsam. Da haben wir es. Da gibt es natürlich nur sehr schwierig eine wirklich logische Erklärung. Und das ist jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, da sollten wir später drüber reden. Ich habe ja gerade in den früheren Folgen sehr oft immer gesagt, da reden wir ein andermal drüber. Jetzt sind wir langsam auf einem Stand, wo ich eigentlich über alles immer sofort reden kann. Aber das ist jetzt doch mal wieder ein Punkt. Naja,
Was genau ist die Puppe und so weiter, ist schwierig. Aber, nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Man beachte, dass es dieselbe Sprecherin zu sein scheint. Das Blöde ist, ich bin mir gerade nicht mal sicher. Ich habe die Stimme von der Puppe im Deutschen nicht so sehr im Ohr. Im Englischen weiß ich genau, wie die klingt und erkenne auch, dass Maria, zumindest im Englischen, dieselbe Synchronsprecherin ist. Im Deutschen gehe ich einfach mal davon aus, dass es auch so ist, sonst wäre es irgendwie komisch, weil es scheint ja schon wichtig zu sein. Sowas macht man ja nicht mal zum Spaß. Wenn wir jetzt aber mehr wissen wollen, brauchen wir die Kleidung von Maria und die kriegen wir bei den Einsichtboten einfach so. Schön. Hier waren wir ewig nicht, es gab lange nichts zu holen. Also hier gibt es auch mal so Ritualmaterial und so ein Zeug. Und sonst die Kleidung von Maria und die kaufe ich einfach komplett. So. Marias Jägermütze. Unter den ersten Jägern, die alle Schüler von German waren, befand sich die Jägerin Maria. Dies war ihre Jagdmütze, hergestellt in Canehurst. Maria ist entfernt mit der untoten Königin verwandt, doch sie hegt große Bewunderung für German, von dessen sonderbarem Wahn sie nichts wusste. Also da haben wir es ja, Charlene Wax hat es ja gerade im Chat schon angesprochen, dass es wohl so die größte Schülerin von German war, steht hier ja explizit nochmal dabei. Hergestellt in Canehurst ist natürlich auch, ich sag jetzt einfach mal, das ist echt krass, weil sie ist da in dem astralen Glockenturm der Heiligen Kirche und trägt Kleidung von Canehurst. Und Canehurst und die Kirche sind ja nicht unbedingt die besten Freunde der Welt. Ich meine, die Kirche hat extra die Henker gegründet, nur um Canehurst auszulöschen. Aber sie scheint ja entfernt mit der untoten Königin verwandt zu sein. Das ist natürlich niemand anderes als Annalise. Entfernt verwandt ist witzig, weil der Name Annalise, hab ich ja schon mal von geredet, unter anderem ist ein Teil davon, von dem Namen Annalise eben Anna, was der Name von der Mutter von Maria aus dem Christentum war. Aber diese Maria hier hat mit der Maria aus dem Christentum eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist schwer, das irgendwie gleichzustellen. Außer, dass eben diese ganzen Patienten zu ihr aufsehen wie eine Heilige und sie wird ihnen helfen und so weiter. Naja, da kann man jetzt viel drüber reden, aber das lasse ich jetzt einfach mal. So. Der Text ist, glaube ich, bei allen Kleidungsstücken von Maria einfach der gleiche. Und hier müssen wir auch nochmal beachten, den allerletzten Satz. Doch sie hegte große Bewunderung für German, von dessen sonderbarem Wahn sie nichts wusste. Und was das für ein sonderbarer Wahn ist, da kann man natürlich viel drüber spekulieren. Das ist ihre Kleidung. Ich stelle mich mal neben die Puppe und wir vergleichen mal, wie das aussieht. Aber ich meine, German ist hier in diesem Traum mit dieser Puppe die ganze Zeit. Also sie hat am Hals dieses Tuch, ist sehr vergleichbar mit der Brosche. Es sieht schon irgendwie ein bisschen ähnlich. Es scheint ein ähnlicher Stil zu sein. Gerade die Schuhe sind exakt die gleichen. Ich sag mal, das ist quasi eine Zivilversion dieser Jägerkleidung oder sowas. Also es ist zumindest ein sehr ähnlicher Stil. Wir wissen, dass diese Kleidung dieser Puppe, die habe ich leider verkauft, als wir sie gefunden haben, weil sie sehr viele Echos gibt und ich habe sie nötig gehabt. Aber wir wissen, dass die von irgendjemand quasi meisterlich gemacht wurden. Diese Puppe existiert ja auch in der Wachwelt, aber einfach nur als Puppe. In der Wachwelt existiert auch diese Jägerwerkstatt, wo diese Puppe sitzt. Und diese Jägerwerkstatt wird angeführt von German. Diese Manie, von der hier die Rede ist, von diesem sonderbaren Wahn, ist womöglich, dass German einfach quasi besessen ist von Maria. Dass er sie so sehr anbetet, dass er von ihr eine Puppe gebaut hat. Aber die Frage ist, wann hat er diese Puppe von ihr gebaut und warum, wenn er doch die echte Maria hat? Da kann man jetzt natürlich wieder irgendwelche perversen Sachen reinwerfen, aber viel wichtiger finde ich, haben wir auch schon mal drüber geredet, das ist der Grabstein, der in der Wachwelt existiert. Kein anderer von diesen Grabsteinen hier existiert in der Wachwelt. Und das ist der Grabstein, wo in der Wachwelt der alte Jägerknochen gelegen hat. Der Knochen eines alten Jägers, dessen Name unbekannt ist. Es heißt, dass er ein Lehrling des alten German und ein Fachmann für die Kunst der Beschleunigung war, einer speziellen Technik der ersten Jäger. Maria war Schülerin von German und die hat, haben wir gerade im Kampf gesehen, die Beschleunigung beherrscht. Es gibt ja, also die alten Jäger beherrschen ja oft die Beschleunigung einfach so und nur wir als die neuen Jäger müssen uns das mit so einem Knochen einfach aneignen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, die blutige Krähe von Canehurst hat den Knochen ja auch besessen. Da sehen wir, dass es nicht nur für uns so ist, sondern scheinbar für andere auch.
Hier steht jetzt zwar, in männlicher Form ist dieser Lehrling beschrieben, aber das ist so eine Sache, im Japanischen ist das geschlechtsneutral geschrieben und Übersetzer, wenn die es nicht wissen, ob es jetzt sich um Mann oder Frau handelt, gehen ja meistens so auf den Default zurück, die schreiben dann immer erstmal die maskuline Form und gut ist. Hier hätte man natürlich wissen können, kann man jetzt sagen, dass das Maria ist, warum haben sie nicht direkt weiblich geschrieben? Maria existiert natürlich erst seit dem Download-Content und dieser Knochen schon vorher. Vor dem Download-Content wusste man nicht, dass Maria existiert. Deswegen ist das hier in der männlichen Form. Das ist in der Souls-Reihe öfter so, dass Personen als männlich bezeichnet werden und sind in Wahrheit aber weiblich. Ich weiß nicht, Faris in Dark Souls 2 zum Beispiel ist so ein Fall. Aber, naja. Das scheint der Knochen für das sein. Und wir haben ihn in der Wachwelt bei diesem Grab gefunden. Und dieses Grab ist es auch, mit dem wir in den Albtraum des Jägers gelangen. Wir haben im Albtraum des Jägers Maria gefunden, die Selbstmord begangen hat. Und ich glaube, es ist sehr naheliegend, dass sie tatsächlich im echten Leben auch Selbstmord begangen hat. Wahrscheinlich sogar auch in diesem Glockenturm. Und man sie anschließend hier beerdigt hat an diesem Grab oder eben in der Wachwelt an diesem Grab. Und dann hat wahrscheinlich danach German diese Puppe gebaut. Warum die Puppe jetzt aber Kleidung trägt, die nicht exakt dieselbe ist, sondern eher eine Zivilkleidung, ist eine ganz andere Theorie. Da können wir drüber reden, wenn wir irgendwann Marias Waffe gefunden haben, in der genauer beschrieben ist, was ihr Werdegang war. Das ist nämlich sehr wichtig. Maria ist tatsächlich unglaublich wichtig für die ganze Geschichte des Download-Contents. Aber erst wenn wir mehr über den Download-Content insgesamt wissen, können wir da wirklich offen drüber reden, ohne jetzt alles zu spoilern. Da wird auch beantwortet, was Charlene Wex gerade im Chat gefragt hat, nämlich, was hat sie mit diesen Experimenten zu tun? Naheliegend ist natürlich unter anderem, dass sie für die Kirche gearbeitet hat. Klar, die meisten Jäger haben ja über Umwege für die Kirche gearbeitet. Vielleicht tat sie das nachher immer noch, auch nachdem die Kirchenwerkstatt eingeführt wurde. Kann ja sein, dass sie dann immer noch für die Kirche gearbeitet hat, aber vielleicht nicht mehr als Jägerin, sondern hat die in der Forschungshalle die Patienten unterstützt, nenne ich es jetzt mal. Und vielleicht hat sie dabei solche Kleidung getragen, wie es die Puppe heute trägt. Weil das wäre eine viel angemessenere Kleidung für so eine Arbeit. Was wir da jetzt im Albtraum gerade bekämpft haben, ist vielleicht eine Version von ihr, die sich ihre Jägerwege quasi wieder besonnen hat. Aber vielleicht auch was anderes. Da reden wir drüber, wie gesagt, wenn wir mehr über sie wissen. Wir finden irgendwann nämlich auch noch ihre Waffe. Und da steht wirklich viel Interessantes dabei. Da weiß ich aber nicht, ob das heute noch passiert. Ich hoffe mal. So, jetzt gehen wir jedenfalls einfach mal weiter. Wir haben ja noch über eine Stunde Zeit. Da bin ich ja mal gespannt, wie weit es heute kommt. Aber jetzt, sage ich mal, wird's krass. So, sind wir wieder hier. Wir haben das Himmelszifferblatt gefunden. Wenn das Zifferblatt der astralen Uhr entgegengehalten wird, wird die Uhr lebendig und gibt ihr Geheimnis dem neugierigen Eindringling preis. Schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir das machen. Oh. Ich gehe nochmal in den Traum zurück. Eine Sache, die ich vorhin kurz angesprochen habe, muss ich jetzt, glaube ich, nochmal in Ruhe auspacken. Habe ich auch in der ersten Folge kurz darauf hingewiesen, aber das kann sich natürlich überhaupt keiner merken. Und es ist auch ein völlig unwichtiges Detail gewesen. Es ist jetzt auch noch ein relativ unwichtiges Detail. Aber ich finde es einfach zu interessant, um es nicht extra nochmal zu zeigen. Hier ist ein Kamin. Auf dem stehen Bilder. Und hier ist so ein erstaunlich großer Platz, als wäre da mal ein Bild gewesen, was jetzt nicht mehr da ist. Weil sonst wäre da nicht so eine riesige Lücke, sonst hätte man die irgendwie gleichmäßiger verteilen können. Und ich denke, es ist sehr naheliegend, worauf ich jetzt hinaus will. Aber ich ziehe es jetzt trotzdem so weit in die Länge, bis ich es zeigen kann. Wenn die Ladezeiten schneller wären, dann wäre das alles spannender. Sie sind aber auch nicht lang genug, dass ich ein neues Thema anfangen will in der Zeit. So, da sind wir ja schon. Hier liegt ein Bild auf dem Tisch. Ich habe ja gerade schon mal drüber geredet. Es ist für mich kein, also es wäre ein zu großer Zufall, dass es im Traum des Jägers, der ja nach dem
Echtweltvorbild, das der Jägerwerkstatt gebaut ist, dass da ein Bild fehlt an der Stelle, also scheinbar ein Bild fehlt und hier ein Bild liegt. Was auf dem Bild ist, ist wie gesagt nicht, wahrscheinlich nicht sehr wichtig. Ich schätze mal, es sind Maria und German oder irgendwie sowas. Aber sie hat eben hier so ein Bild in dem Bilderrahmen. Und Bilder im Bilderrahmen sind nichts, was wir hier in Bloodborne dauernd überall rumliegen sehen. Das ist jetzt nicht so ein Standard-Asset, was überall hingeworfen wird. Das ist selten. Also ich schätze, für mich ist es naheliegend, das kann bestimmt auch eine andere Erklärung geben, oder man kann natürlich auch sagen, ach was, das ist nicht wichtig, oder diese Lücke im Traum des Jägers ist gar keine Lücke, weil da mal ein Bild war oder sowas. Aber ich finde es einfach einen zu deutlichen Hinweis, dass es einfach dazugehört. Was wir hier auch haben, ist noch ein weiterer Sarg, eine Beerdigungsstelle. Da gibt es viele Leute, die sagen, das ist wahrscheinlich, wo Maria begraben ist, während sie gleichzeitig hier als Leiche sitzt, aber man wird ihre Leiche ja nicht einfach im Glockenturm haben sitzen lassen. Also wir haben hier ja, wie gesagt, ein Bild in die Vergangenheit. Wahrscheinlich hat sie sich in der Wachwelt auf so eine Weise umgebracht, aus irgendwelchen Gründen. Da wird man ihre Leiche irgendwo hingebracht haben in der Wachwelt. Die lässt man da ja nicht verrotten. Viele Theorien sagen, dass sie hier drin ist, eigentlich. Ich persönlich sage, das ist wahrscheinlich ein symbolisches Grab von der Heiligen Kirche. Und ihre echte Leiche ist bei der Werkstatt der Jäger beerdigt. Es wäre natürlich auch möglich, dass bei der Werkstatt der Jäger nur ein Teil von ihr, nur ein einzelner Knochen von ihr oder sowas beerdigt ist. Oder dass in der Werkstatt der Jäger tatsächlich jemand komplett anderes beerdigt ist, der aber auch einer der Schüler von German war. Halte ich aber aufgrund der Tatsache, dass der Grabstein genau hier in diesen Traum führt, der so sehr mit Maria zu tun hat, für eher unwahrscheinlich. Wäre ein ganz komischer Zufall. Naja, so hier, Himmelszifferblach hochhalten ist möglich, dann mache ich das doch mal. Dann gucken wir mal, was passiert. Es dreht sich der äußere Rand und man sieht unter anderem die Runen. Aber sie rasen sehr schnell vorbei. Da werde ich auch gucken, ob ich noch irgendwo ein Bild finde. Jerk Songs Frontiers hat das mal genauer aufgedröselt, welche Runen genau auf dem Rand sichtbar sind. Jetzt sind sie leider gar nicht mehr sichtbar. Jetzt ist es nämlich aufgefahren und jetzt ist da ein Loch drin, ein Durchgang quasi. Schön durch die beiden Zeiger angezeigt. Der hat genauer aufgedröselt, welche Runen das genau sind. Aber ob es da eine ernsthafte Bedeutung gibt, was diese Runen jetzt, also welche Runen das genau sind, weil es sind unter anderem auch welche dabei, die wir gar nicht kennen und so, ist echt schwer zu sagen. Das wäre wirklich so sehr reine Spekulation, da kann man alle Theorien irgendwie reinpacken. Deswegen, das Einzige, was ich wirklich super interessant finde, ist die Tatsache, dass hier am Ende wieder dieselbe Rune war, wie am Anfang, die ganz unten war. Nämlich die gute Tiefseerune. Diese hier. Große Mengen Wasser bewachen als Bollwerk den Schlaf und prophezeien die unheimliche Wahrheit. Ist, überwinde dieses Hindernis und suche, was dir gehört. Das ist mit Abstand der wichtigste Satz bei dieser Rune. Und ich glaube auch nicht, dass das Zufall ist, dass die genau hier unten zu sehen war, wo wir jetzt durchlaufen, nämlich. Plötzlich sind wir am Wasser. Am Meer. An der See. Ich glaube deswegen, dass die Tiefseerune kein Zufall ist. Und jetzt kommt quasi eine der allergrößten Enthüllungen. Da ist mal wieder die schöne Sonne zu sehen. Eine der allergrößten Enthüllungen dieses Download-Contents kommt jetzt. Wenn ich hier ans Wasser gehe und nach unten schaue, ist hier unter anderem eine Klippe. Aber man sieht es vor allen Dingen in der Bewegung der Kamera sehr. Da sind Häuser. Und zwar nicht irgendwelche Häuser. Das sind die Häuser von Yharnam. Die sind hier unter Wasser. Das heißt nicht, dass Yharnam quasi Atlantis wäre oder sowas, also das heißt nicht, dass Yharnam wirklich unter Wasser liegt. Aber wir befinden uns irgendwo, wo wir über Yharnam sind und wir haben Wasser um uns. Und wir haben auch hier den astralen Glockenturm. Aber der ist quasi, der guckt aus dem Wasser raus. Das ist eine Enthüllung. Das ist jetzt erstmal schwer zu erfassen vielleicht. Was soll das heißen? Wir haben was Ähnliches gerade da drin schon mal beim Lichtholzgarten gesehen, habe ich auch runtergeguckt und man hat Yharnam gesehen und da war überall auch Wasser, aber es war ja nicht so hoch wie hier, weil wenn es derselbe Wasserstand gewesen wäre, dann wären wir ja im Lichtholzgarten unter Wasser gewesen, waren wir vielleicht auch. Naja, und da ist unter anderem eben genau das, was ich gerade bei der Rune vorgelesen habe, natürlich wichtig. Große Mengen Wasser bewachen als Bollwerk den Schlaf und prophezeien die unheimliche Wahrheit. Ich kann es aber jetzt auch direkt einfach erzählen, weil es gibt noch ein paar. Ja, es gibt noch ein paar andere Hinweise darauf. Es ist ein bisschen schwer zu erfassen, es wird da nie deutlich gesagt. Aber die Albträume, mindestens die Albträume, wer weiß, vielleicht sogar die Wachwelt, sind in Ebenen übereinander.
Und man kann von der Ebene unten die Ebene oben nicht sehen, aber man kann von der Ebene oben die Ebene unten sehen. Man sieht hier Jane, aber den Albtraum des Jägers. Vom Albtraum des Jägers aus nach oben hin sehe ich aber nur Himmel. Ich sehe hier Schiffsmasten und nach oben nur, ja okay, ich sehe nicht wirklich den Himmel, ich sehe nur so Nebel und gehe mal davon aus, dass ich den Himmel sehen müsste, wenn es besseres Wetter wäre. Aber im, in der Albtraumfront, wo wir gegen Amygdala gekämpft haben unter anderem, sieht man aus dem Nebel Schiffsmasten ragen, aber nur die Spitzen. Und so kann man mehr oder weniger sämtliche Albträume in Ebenen übereinander stapeln, eine gewisse logische Reihenfolge finden. Wahrscheinlich ist sehr weit unten der Traum des Jägers. Da sehen wir nur diese Pfosten am Horizont. Das könnten auch sowas wie diese Schiffsmasten sein. Das Wichtigste beim Traum des Jägers ist aber, wenn wir nach unten gucken, sehen wir auch nichts. Und man kann bei jeder Ebene nach unten sehen, aber nicht nach oben. Also man sieht Sachen quasi, die von unten nach oben durchragen auch. Und das, aber man sieht die Sachen von oben nach unten durchragen. Wir haben aber natürlich auch Sachen gesehen. Ja, ist jetzt blöd, das jetzt schon auszufangen. Ja, lass ich mal. Aber es gibt natürlich auch noch größere, ja nicht noch größere, aber es gibt eine noch größere Enthüllung dabei. Wenn man wieder diesen Satz liest: Hier stehen wir, die Füße auf der Erde. Doch ist der Kosmos uns vielleicht sehr nahe. Nur knapp über unseren Köpfen. Und ich meine, knapp über unseren Köpfen ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber auf Höhe der Kirchenuhr ist ja schon sehr knapp über unseren Köpfen, wenn wir vom Kosmos reden. Wenn die verschiedenen Albtraumebenen einfach nur so übereinander gestapelt sind, dann ist der Kosmos uns ja tatsächlich sehr, sehr nahe, wenn der Kosmos einfach nur eine Ebene über uns ist. Wäre zumindest gut möglich. So, ich gehe jetzt mal weiter durch das Ambiente hier. Ah, hier liegen ein paar Sachen rum. Bleielix, die können wir machen. Hier sind so komische Türme aus Schneckenhäusern gebaut. Kann man aber umrennen. Naja, gucken wir mal, ob da was sich enthüllt. Hier liegt noch ein Gegenstand. Da sind Boote mit Kerzen drauf unter anderem. Sieht, finde ich, rituell aus. Also man sieht es von hier aus schlecht. Und ich kann nicht zu nah ran. Ich habe Angst, runterzufallen. Aber da liegen Leichen drauf und zwei Kerzen jeweils. Das scheint so eine Art Wasserbestattung zu sein. Vorne kommt schon der erste angelaufen. Für die Unglücklichen. Beim Zaun von Mutter Koss. Das ist der, der redet. Gnade für das arme Greisekind. Gnade. Bitte. So ein komischer Greis. Fischmensch tatsächlich, wie es aussieht. Also das Gesicht von ihm sieht komisch aus, man kann es aber nicht gut sehen. Östlicher Mörder. Blutrünstig. Monster. Söhne für die Unglücklichen. Beim Zaun von Mutter Koss. Gnade für das arme Greisekind. Gnade. Bitte. Er sagt so einen komischen Satz auf, schwer zu sagen. Ich spreche ihn mal an. Söhne für die Unglücklichen. Pflegt sie mit dem Fluch des Blutes. Und ihre Kinder. Und ihre Kindeskinder. Auf ewig. Jede elende Geburt wird jedes Kind in lebenslanges Leid stürzen. Starke Worte. Also er scheint Bergenworth zu hassen. Bergenworth an für sich. Irgendwas ist wohl passiert. Irgendwas hat Bergenworth scheinbar gemacht. Er scheint sie ja richtig zu verfluchen. Und es geht um irgendein Kind. Da wissen wir aber noch nicht was. Vielleicht das Kind des Blutes, von dem immer die Rede ist. Ein Mörder. Blutrünstig. Monster. Söhne für die Unglücklichen. Beim Zaun von Mutter Koss. Ich lasse ihn mal noch ein bisschen weitermachen, weil er macht gleich noch was Interessanteres. Gnade. Bitte. Er sagt ja immer: Das arme Greisekind, das könnte auch nochmal relevant sein, ist jetzt natürlich auch noch nicht nachvollziehbar, was er meint. Blutrünstig. Es hat auch wirklich seinen Grund, warum ich ihn jetzt so lange hier verfolge und mir immer wieder selber anhöre. Er sagt nichts anderes mehr, aber... Gnade für das arme Greisekind. Gnade. Bitte.
Ich weiß nicht genau, was er da gerade gemacht hat. Das war nicht, was ich wollte. Ein lästerlicher Mörder. Blutrünstig. Monster. Interessanterweise ist der nicht tötbar. Ich kann ihn attackieren und er findet mich leben. Es passiert aber nichts. Ist ganz komisch. Gnade für das arme Greisekind. Gnade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mit einem Bug zu tun habe. Ich dachte eigentlich, er würde dann hier eine von diesen Muscheln hinlegen. Von diesen, also nicht Muscheln, sondern von diesen Schneckenhäusern, wo diese Türme draus gebaut sind. Diese Türme scheint nämlich eher zu bauen, aber jetzt scheinbar haben wir es gerade einfach nicht sehen dürfen. Okay, ist okay. Und da kann ich gerade direkt zwei interessante Geschichten auspacken zu dem Typen. Zum einen ist der ein Seebischof oder Meerbischof. Es ist eine Sage, eine europäische Sage. Unter anderem auch in Deutschland hat die existiert, so an der Ostsee und so weiter. Da gab es sehr viele Gerüchte, dass so gewisse sogenannte Meerbischöfe oder Seebischöfe existieren würden. Also quasi sehr, sehr kleine Bischöfe, die im Meer leben und die wohl freundlich und eher harmlos sind, aber wenn man sie wütend macht, können sie Stürme herbeibeschwören. Das ist, da hat sich rausgestellt, das ist tatsächlich ein Mythos, der nicht wie eine echte Mythologie irgendwo religiös verankert ist oder auf Aberglauben basiert, sondern das ist ein Mythos, der ist Menschen geschaffen von Seemännern, die sich einen Spaß gemacht haben. Die haben Rochen so ein bisschen so drapiert, dass sie wie kleine Mönche aussahen und das halt irgendwo in Städten rumgezeigt und gesagt, ja, das sind diese Meerbischöfe. Und da gab es dann noch richtig viele so wissenschaftliche Witzarbeiten und so ein Quatsch drüber. Aber die Leute haben das so ein bisschen vorangetrieben, dass dann so dieses Gerücht entstanden ist von diesen Meerbischöfen. Das finde ich sehr witzig. Es gibt irgendwie in Japan wohl was relativ Ähnliches, wo es um ich glaube, buddhistische Mönche geht, die im Meer leben und Stürme beibeschwören. Das ist aber ein ganz anderer Mythos, ist nur ein bisschen vergleichbar. Finde ich sehr witzig, dass dieser quasi dieser Meerbischof hier als Figur dargestellt ist, weil er sieht ja eindeutig aus wie ein kleiner Bischof. Viel wichtiger sind diese Türme aus Schneckenhäusern. Weil es gibt in der buddhistischen Hölle, habe ich ja auch schon mal von geredet, gibt es ja unter anderem, gerade in der japanischen Interpretation, auch diese Ebenen der Hölle, in der verschiedene Sachen sind. Wir haben unten beim Fluss aus Blut, habe ich sehr viel drüber geredet, über dieses ganze Höllenbild. Da gibt es zum einen eine sehr interessante Geschichte von einem Mönch, von einem buddhistischen Mönch, der im Himmel ist. Dem geht es natürlich gut. Und um ihn herum ist einfach auch Wasser, ganz klares Wasser, kristallklar. Und er kann durch dieses Wasser durchgucken und sieht unten die Hölle. Aber die Hölle unten, ich weiß gar nicht, ob die ihn oben sehen. Ob die, wenn sie nach oben gucken, ihn da sehen können. Aber unter anderem die Hölle ist ja auch dieser Fluss aus Blut. Das ist irgendwie sehr witzig. Aber diese Türme sind auch, also auf jeden Fall aus einer japanischen Version der Hölle. Ich weiß aber nicht, ob es buddhistisch ist. Das konnte ich mir nicht merken. Da gibt es aber eine eigene kleine Hölle für Kinder, die jung gestorben sind. Die haben nicht wie beim Christentum eine Erbsünde, die sie dann halt irgendwie da im Fegefeuer absitzen müssen, sondern bei denen ist es so, die kommen in die Hölle, weil sie die Sünde begangen haben, ihre Eltern unglücklich gemacht zu haben, weil sie einfach frühzeitig gestorben sind, weil sie große Trauer über ihre Eltern gebracht haben. Und die sind die ganze Zeit auch in so einer Hölle und leiden da oder was weiß ich, was da genau passiert. Und denen wird gesagt, also da liegen überall Steine rum und denen wird gesagt, wenn ihr die Steine hoch genug baut, dann habt ihr einen Turm, auf dem könnt ihr rausklettern aus der Hölle und kommt in den Himmel. Und die Kinder sind natürlich klar, wir haben nichts Besseres zu tun. Also, was heißt, wir haben nichts Besseres zu tun? Die haben ja unendlich lang Zeit, weil sie sind ja für immer da gefangen. Die fangen natürlich an, Steine aufeinander zu stapeln. Und dann gibt es da so eine Hexe, der unterstehen so ganz viele Dämonen mit so Eisenkeulen, die laufen rum und treten regelmäßig alle von diesen Türmen wieder um und verprügeln die Kinder. Das ist echt nett. Und das nur, weil die Kinder quasi frühzeitig gestorben sind, deswegen ihre Eltern jetzt traurig sind. Das ist irgendwie gemein. Ist auch irgendwie ganz komisch, weil Kinder sterben ja selten freiwillig früh. Deswegen zu sagen, sie werden dafür bestraft, ist irgendwie gemein. Könnte aber ein guter Grund sein, warum das hier so dargestellt wird. Der scheint diese Türme hier auch zu bauen. Da bin ich jetzt mal das Monster hier. So. Monster. Söhne für die Unglücklichen. Beim Zaun. Aber er redet ja auch von Mutter Kors. Und vor allen Dingen Gnade für das arme Greisekind. Er redet ja nicht umsonst von einem Kind. Kos, den Namen haben wir ja jetzt auch schon mal gehört, nämlich von Mikulasch. Der hat ja auch immer gesagt, ah, Kos, und manche nennen sie Kosen, gib uns Augen, wie du es einst für den geistlosen Rom getan hast. Der redet ja auch die ganze Zeit von Kos, und das war im Originalspiel tatsächlich, glaube ich,
die einzige Quelle, die von Kos oder Kosm geredet hat, und es war natürlich immer naheliegend, dass es sich dabei nicht um eine Person oder um den Großartigen handelt, sondern eben tatsächlich um den Kosmos an und für sich, dass der Kosmos quasi Kos ist oder Kosm, weil das ist ja nicht umsonst Kos oder Kosm. Aber er redet von Mutter Kos. Und ob Mutter Kos wirklich der Kosmos ist, ist natürlich jetzt fragwürdig. So, ich gehe jetzt mal in dieses kleine Dorf hier rein. Ist doch schön. Hier liegt so ein riesiges Walskelett, das liegt hier noch öfter. Das ist eine ganz bewusste Anspielung auf echte Walskelette, die im echten Leben ja auch öfter irgendwo angespült werden und man erkennt nicht so ganz, was es ist, und es sieht aus wie irgendwelche Monster aus der See, und es sind aber nur diese komisch verformten Skelette von irgendwelchen Walen. So, hier ist wieder so eine Statue. Die stehen ja auch in der Forschungshalle und haben auch überall diese Punkte. Aber hier sind diese Punkte, diese Muscheln, die sich überall angesetzt haben. Und das sieht man hier auch an den Häusern, sind überall diese Muscheln. Also wir sind ja hier in dem Fischerdorf. Und da ist so ein Muschelbesatz dran, wie es halt am Rumpf von Schiffen und sowas auch immer ist. Ist schön. So, hier geht es nicht lang. Aber man sieht schon, das Dorf könnte ein bisschen größer werden. Da stehen sogar Bäume. Wow. Ich gehe einfach, wie gesagt, weiter rein. Wir forschen jetzt mal los. Jetzt sind wir hier die Forscher. Fischerdorf. Und es gibt Einsicht. Schön. Ist noch so ein Skelett. Und es ist wirklich voll mit diesen Muscheln. Und das ist ja nicht normal. Also nur weil ein Haus am Meer steht, ist es ja nicht muschelbesät. Außer es ist ein Teil von einem Dorf, was man ja unter anderem echt auch manchmal so baut. Sehr wassernahe Dörfer. Und wenn die Flut kommt, verlassen die Leute komplett diese Häuser und gehen weiter hoch. Hier sieht man ja auch diese Steilklippe. Da oben sind ja auch so kleine Fenster reingebaut und so. Dann gehen die Leute alle in höhere Gefilde und die Häuser werden komplett überschwemmt. Und dann zieht sich das Wasser zurück und die Häuser sind wieder frei. Die Leute können wieder unten rein, weil es halt für ihre Arbeit zum Beispiel effektiver ist. Und bei sowas kann natürlich auch passieren, dass sich komplett Muscheln dran festsetzen, wenn sich keiner darum kümmert, dass die entfernt werden. So, da vorne ist die Lampe. Die brauchen wir natürlich. Und hier, brennt interessant, hängt eine Leiche. Und die hängt auch nicht irgendwie, sondern die hängt natürlich wie das Jägersymbol. Das erste Mal wirklich so eine kopflose Leiche, die genau wie das Jägersymbol aussieht. Auf die Weise werden auch Leute ausbluten lassen. Und da krabbeln Viecher drauf rum, kleine Weiße. Das darf man sich, glaube ich, nicht zu genau ansehen. Nicht, weil es eklig wäre, sondern weil die Viecher unglaublich schlecht animiert sind. Das ist nämlich einfach nur so eine Textur. Aber das haben wir auch bisher nirgendwo gesehen. Leichen, die von Parasiten befallen sind. So. Da ist eine Leiter. Ich hole aber gerade... Sieht man Bewegung, aber ist nicht wichtig. Ich gehe aber gerade nochmal in den Traum. Weil jetzt gibt es nämlich bei diesem Seebischof noch eine Kleinigkeit zu entdecken, die ein bisschen versteckter ist. Da kommt man, glaube ich, gar nicht drauf. Da braucht man nämlich die Seidenpflanzenrune. Wenn man die ausgerüstet hat, hat er einen anderen Dialog. Kann man sich überlegen, warum er das hat. Da werde ich die Seidenpflanze auch gleich nochmal durchlesen bei der Gelegenheit. Eine Carol-Rune, die von Adelina, einer Patientin der Forschungshalle, erdacht wurde. Eine Niederschrift des unmenschlichen, zähen Geflüsters, das die Wesensart eines himmlischen Dieners enthüllt. Diejenigen, die diesen Eid schwören, werden zu einem Lichtholz, das gen Himmel schaut und in seinem üppigen Beet Trugbilder erschafft. Trugbilder leiten uns und führen uns zu neuen Entdeckungen. Das Ding hier. Da steht ja sogar dabei, dass das Lichtholz ist, und wir haben im Lichtholzgarten ja nicht umsonst eine riesige Version davon stehen. Die meisten nennen es aber nicht umsonst den Brokkoli-Kopf. So, gehen wir mal wieder ins Fischerdorf und ich rede gerade nochmal mit dem Mann. Oder mit dem Wesen. Trifft vielleicht eher. So, wo ist er? Da vorne. Gnade, Gnade. So, ich rede mit ihm. Flüche hier, Flüche dort. Ein Fluch für ihn, einer für sie. Was soll es? Ein bodenloser Fluch? Ein bodenloses Meer? Quelle aller Größe, aller Dinge, die sind. Hört auf die unheilvollen Gesänge. Weint mit ihnen wie in Trance. Und weint mit uns. Oh, weint mit uns. Schade, schon wieder dasselbe Problem wie beim Intro des Download-Contents. Es reimt sich nicht. Nur
eigentlich sagt er ein kleines Gedicht auf. Das merkt man schon, dass er das Wort Trance benutzt, ist so ein bisschen komisch. Im Englischen sagt er sowas wie Listen to the baleful chants and weep with us as if in trance und so ein Zeug. Also der sagt richtig sich rein das Gedicht auf, und das war beim Intro vom Download-Content ja auch so ein zweizeiliges Gedicht oder vierzeiliges Gedicht. Und es funktioniert im Deutschen irgendwie überhaupt nicht. Aber das Wichtige hier ist ja eher die Information, was er sagt. Ich guck mal, ob er das jetzt nochmal sagt, obwohl er uns den Kopf schon gegeben hat. Den Kopf, sage ich, das Ding. Hört auf die unheilvollen Gesänge. Ein Anruf der Blutlosen, wo immer sie sind. Ein Anruf der Blutlosen, wo immer sie sind. Spitzt eure Ohren, um unsere Rufe zu hören. Das ist was komplett anderes, was er jetzt sagt. Er scheint uns jetzt als jemand... Er scheint uns jetzt als jemand anders zu erkennen. Nicht mehr als Mensch oder als Jäger, sondern jetzt scheint er eher uns als dieses Lichtholz zu erkennen. Oder viel wichtiger, was er jetzt erkennt, sind scheinbar die Trugbilder, die jetzt in unserem Kopf zu leben scheinen. Er redet ja von den Blutlosen, und du kannst zum Beispiel davon ausgehen, dass bei den Trugbildern, die ja sowas wie Schnecken sind, man sieht jetzt hier leider keiner an dem Kopf, schade, es wäre irgendwie witzig, dass die mehr oder weniger blutlos sind. Also die haben ja nicht Blut, wie Menschen es haben und so. Aber er redet auch sehr viel von Flüchen, da finde ich schade, dass er das jetzt nicht nochmal so wiederholt. Als wäre es so, ja, ein Fluch für ihn, ein Fluch für sie, was soll's, werden halt einfach alle verflucht. Das Konzept von Flüchen ist jetzt hier ja eigentlich noch nicht so wirklich viel aufgekommen. Yamamura hat zum Beispiel, erinnere ich mich gerade spontan, gesagt, die Bestie ist ein Fluch und der Fluch ist eine Fessel. Aber ansonsten, also wir hören immer mal wieder von Accursed Beast, was sage ich, Accursed Beast, ich bin zu sehr im Englischen immer drin, so verfluchte Bestien und so weiter. Das ganze alte Blut scheint ja so eine Art Fluch auch zu sein. Aber an und für sich das Konzept, dass jemand wirklich konkret verflucht ist, ist neu. Oder haben wir zumindest so noch nie gehört. Aber ich lese einfach mal den Gegenstand durch, den er uns gegeben hat. Verfluchtes Gebräu. Schädel eines Einheimischen aus dem zerstörten Fischerdorf. Im Inneren des Schädels hat man mit Gewalt nach Augen gesucht, was man an den vielen Kratzern und Kerben erkennen kann. Kein Wunder, dass der Schädel so verflucht ist. Wer unheilvolle Gesänge ertönen lässt, weint mit ihnen, wie in Trance. Das passt sehr gut zu all dem, was uns der gute Meerbischof gerade erzählt hat. Und man sieht ja auch, dieser Kopf, das ist ja so ein abgetrennter Menschenkopf voller Löcher, der eben mit Gewalt nach Augen durchsucht wurde. Irgendjemand hat hier scheinbar nach Augen im Inneren gesucht. Augen im Inneren sind gerade für die Kirche ja dieses riesige, wichtige Thema und auch für Bergenworth vor allen Dingen. Das könnte erklären, dass der die ganze Zeit auf Bergenworth flucht. Weil scheinbar jemand hier irgendwas veranstaltet. Ich meine, da hängt eine kopflose Leiche. Wir haben gerade einen Kopf voller Flüche und Löcher gefunden. Könnte sein, dass Bergenworth hier irgendwas veranstaltet hat. Was genau, werden wir noch rausfinden. Ich werde jetzt erstmal wieder die Seitenpflanze los. Boah, das ist irgendwie zu irritierend, die jetzt einfach so zu tragen. Was ich aber noch nie gesagt habe, was vielleicht interessant ist, ist, dass auch die Hände des Charakters sich verändert haben. Das sind so kleine Schlingen drum. Ich gucke mal, ob ich eine Perspektive finde, wo man es besser sieht. Also der Charakter hat jetzt eine richtig weiße Haut. Ich werde einfach mal das Oberteil ablegen. Ja, da sieht man es besser, wie sehr jetzt der Charakter umschlungen ist von diesen Teilen. So, ich ziehe mal wieder was an. Wo sind wir denn hier? Aber das finde ich sehr interessant, dass das eben auch da passiert. Aber weiter geht's. So, Jäger ist, was wir wollen. Und schon wieder in den Traum. Ich renne gerade dauernd in den Traum und zurück, aber es ist ja auch, glaube ich, alles sehr interessant, was jetzt passiert. Aber jetzt schauen wir endlich mal das Fischerdorf richtig an und beschäftigen uns jetzt erstmal nicht weiter mit diesem einen Typen da. Das verfluchte Gebräu, was wir gerade gefunden haben, ist auch ein Jägerwerkzeug. Das kann ich, glaube ich, jetzt auch einfach einmal benutzen. Ich bin persönlich kein großer Fan von, aber ich höre viele Leute, die sagen, dass es echt gut wäre. Es ist so ein bisschen wie ein Molotow-Cocktail. Es kostet 2 Kugeln und man wirft halt zwar sehr langsam, aber einen Schadenszauber, der eben auf eine Fläche Schaden macht. Oder ist gerade irgendwas vorbeigelaufen? Und es ist wirklich so ein Fischerdorf. Hier ist alles voll mit so Netzen und so einem Zeug.
Und da kommt auch schon das erste rausgekrochen. Und es ist so ein... Es ist tatsächlich ein Fischmensch. Aber er mag kein Feuer. Hast du es gehört? Und er ist voll mit irgendwelchen... Ja, Kram auf dem Rücken. Also schwer zu erkennen, ob es Gegenstände sind, die er gesammelt hat. Oder ob das Bewuchs ist oder sowas. Aber ja, jetzt geht es plötzlich um Fischmenschen. Wir haben ja auch sonst noch nicht genug Absurdes hier gehört. Und um die geht es jetzt nicht zu knapp. Man merkt es schon, da kommen schon einige. Ja, der Schaden von dem Ding ist ganz ordentlich, aber es kostet eben auch 2 Kugeln, was ich noch nie gemacht habe bisher. Oh, ist der hier. Und der ist eigentlich fast noch besser. Der macht zwar weniger Schaden, kostet aber eben nur 1 Kugel. Wenigstens sind sie halbwegs leicht zu besiegen, noch. Das wird natürlich auch wieder alles anders. So, ist ein riesiger Dorfplatz. Ich gehe erstmal hier rein. Da steht nämlich einer. Und dem kann man eigentlich ganz schön in den Rücken fallen. Aber vielleicht kann man ihn auch angucken. Ja, schwer. Ja, geht so. Also schon ein normaler Mensch. Normal würde ich es jetzt nicht nennen, aber so ein blauer Schädel. Aber er hat sonst... Also sein Körper ist so ein bisschen... Man nennt die immer Fischmenschen. Und ich glaube, die heißen, nennen sich auch Fishman. Also Fischmensch, er hat ja auch diese Flosse auf dem Rücken hier. Aber sein Gesicht ist ja noch sehr menschlich. Sein Gesicht sieht wirklich sehr aus wie eben hier... Das Ding hier. In seinen Händen trägt der jetzt hier so komische Gabeln. Die werden im echten Leben benutzt, um Fische zu auszunehmen und so ein Zeug. Also es sind wohl wirklich wieder mal Werkzeuge. Die anderen tragen ja auch Speere. Speere brauchen Fischer ja auch gerade. Walfischer benutzen sowas ja viel. So, hier haben wir so komisch grüne Lampen. Hier sind Berge von Leichen. Übersät mit diesen weißen Parasiten. Was auch immer das heißt. Und hier ist alles so... Also diese Berge sind halt auch nicht nur übersät von Parasiten, sondern auch von Muscheln. Vielleicht sind es Leute, die gestorben sind, die jetzt an diese Parasiten verfüttert werden. Vielleicht sind es Leute, die diese Bewohner hier selbst getötet haben, um sie eben an diese Parasiten zu verfüttern. Wer weiß. Wir wissen nicht, welches Verhältnis sie zu diesen weißen Würmern haben. Aber da sie hier so einen Berg davon einfach hinlegen und dass wir ja schon mehrere Leichen gesehen haben, die von denen befallen werden, ist natürlich möglich, dass die auch einfach Leichen sammeln. Okay, was war das? Eine Farm, ja, wäre möglich. So, hier wird es größer. Und da fängt sowas an. Hier fliegen plötzlich so lila Schädel auf uns zu. Sehen sehr aus wie die Henkerhandschuhe. Ich gehe mal besser auf Reichweite. Ah, hier vor uns liegen auch solche Leichen. Schön. Das heißt, was auch immer diese lila Schädel auslöst, sitzt irgendwo da vorne. Ich gucke mal, ob ich näher rankomme. Ohne, dass ich getötet werde. Da ist es. Es ist so einer. So, da ist noch ein Fischmensch. Ich glaube, der will mich locken. Aber ich habe jetzt das schwarze im Auge, ist schön. So, und wohin der mich locken will, ist hier. Hier gibt es nämlich auch große von denen. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Die gönnen sich natürlich. Ach, man kann hier operieren, aber dafür bin ich zu lang. Ja, es ist tatsächlich ein Haifisch. Und der hat gerade versucht, mich zu packen. Das hat man jetzt nicht gesehen und ich habe es jetzt auch einfach mal nicht zugelassen. Aber wenn der einen packt, nimmt er einen auch schön mit beiden Händen und schluckt dann einfach am Stück runter und man ist tot. Ist sehr beeindruckend und ich behaupte mal, es kann gut sein, dass sowas nochmal passieren wird. Und dann sehen wir es auch richtig. So. So, Bleielixier.
Ja, ich weiß ja ungefähr, wo ich lang zu gehen habe, deswegen mache ich nämlich mal den schlaueren Weg. Hier ist eine, gerade in diesem Level, eine meiner Lieblingsfallen. Wir kennen es seit dem Zentrum von Janem. Ach, so ein einsamer kleiner Gegenstand, da renne ich doch hin und schnapp mir den. Und natürlich wartet um die Ecke ein Gegner. Aber hier steht er auch so offensichtlich, dass ich als, in Anführungszeichen, erfahrener Spieler natürlich sofort sehe, ja Mensch, natürlich ist das eine Falle. Man ahnt ja irgendwann schon, was ist denn eigentlich eine Falle und was nicht. Und dann denkt man hier, aha, die Falle ist, dass hier dieser Gegner steht. Und der will er dann attackieren. Jedoch ist die Falle, dass von hinten, zu dem Zeitpunkt, hier unten sieht man ihn schon liegen, ein zweiter Gegner kommt. Da bin ich ein riesen Fan von. Oh, da kommt er. Ist der Hammer. Und es ist sehr schön, man kommt, also mir ging es zumindest beim ersten Mal so, man kommt hier an und ahnt schon, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und dann sieht man diesen Gegner und sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon war. Und natürlich war es das nicht. So. Dafür ist die Beute, die man findet, auch eher mäßig. So, da drüben ist ein größeres Haus, wo auch ein paar stehen. Hier ist ein Brunnen. Was wir jetzt gerade noch nicht angeguckt haben, ist, dass bei dem Brunnen eine Leiter runterführt. Und da überlege ich mir sehr stark, ob ich da jetzt auch wirklich runtergehen will. Ich werde dann, glaube ich, mal runtergehen und das mal zeigen. Dann wissen wir Bescheid. So. Auch wieder so ein schönes Ding hier. Immer dasselbe. Irgend so einer einfach mit Bomben auf einen. Ich gehe aber erstmal einfach hier lang. So. Ah, da ist einer, der will mir vielleicht hinterher. Ja, vielleicht vergisst das auch wieder. Ich gehe ganz bewusst erstmal hier oben lang. Das ist ein relativ kleiner Platz. Also ich kann es kurz erklären. Ja, so ist blöd. Wir sind von da hinten sind wir hergekommen. Hier in der Mitte war dieser große Haifischmensch, der ist hier rausgekommen. Und hier die kleine Falle, von der ich gerade so geschwärmt habe. Da drüben ist, wie gesagt, dieses Haus und da hinten irgendwo zwischen diesen Bäumen geht es weiter. Und hier sind wir eigentlich schon wieder direkt am Leuchtfeuer, sage ich schon, an der Lampe. Jetzt ist halt diese Leiter offen, das heißt, wir können jetzt quasi uns diesen kleinen Teil hier sparen, den ich gerade gemacht habe. Der war jetzt zwar sehr kurz, ihn aber mehrmals zu machen, da hat ja auch keiner Lust drauf. So, und hier geht's auch nochmal rein. Und das ist schon wieder eine ganz ähnliche Situation. Da sitzt einer und man denkt, ja. Oh. Ah, schön. Die Animation kann man sich gerne nochmal irgendwann ansehen, das ist sehr empfehlenswert. Er schlägt einen mit diesem Schwert und wenn ich die Tasten drücke, um zu verhindern, dass er mich komplett umbringt, dann hält der Charakter richtig mit seiner eigenen Waffe das Schwert auf und drückt ihn zurück. So, der sitzt ja hier extra so, dass man denkt, ah, da kann ich dem ja in den Rücken schlagen und dann springt der andere mit einem runter. Jetzt war ich gerade irgendwie zu langsam selbst dafür. Na gut, dann halt nicht. Der ist irgendwie auch stärker einfach als die anderen. So, mal wieder neue Kleidung. Das ist natürlich brennend interessant. Aber vorher hole ich erst den Gegenstand hier. Das ist nämlich nicht so wichtig. So. Gequälten Kleidung. Das ist natürlich eine krasse Ansage. Gequälten Kapuze. Einige Kirchenjäger verschleiern ihre Identität und verschwinden in den Ecken und Winkeln der Stadt. Das ist das Gewand, das es diesen gequälten Individuen ermöglicht, unerkannt zu bleiben. Diese Jäger sind aufmerksam für erste Zeichen der Plage und dienen als eine erste Verteidigungslinie gegen ihren Ausbruch. Oder sie finden wohl möglich, wenn die Zeit reif ist, Zeichen der Plage, wo keine sind. Es wird sich zeigen, dass der Bettler an der nächsten Ecke nicht immer ist, wer er zu sein scheint. So, wollen wir mal schauen. Der Text ist, glaube ich, ja, der Text ist bei allen das gleiche. Ich ziehe es aber jetzt trotzdem an, weil es ist natürlich beeindruckend. Das haben wir schon mal gesehen. Das ist die Kleidung von Simon. Simon, der die ganze Zeit davon redet, dass wir diese Geheimnisse aufdecken sollen. Der uns gesagt hat, wir sollen Maria töten, um das wahre Geheimnis aufzudecken. Nachdem wir Maria getötet haben, sind wir jetzt hier in diesem Fischerdorf gelandet. Und scheinbar, womöglich ist er nicht der einzige von seiner Art von Jägern, die hier aufgetaucht sind. Simon scheint der Kirche zu dienen, aber im Geheimen. So wie so eine Art Geheimagent. Womöglich. Nicht wirklich wie ein Geheimagent, aber was mache ich denn? Aber... ja, ich denke, das ist klar, was ich meine. Also sehr im Verborgenen, die der Kirche. Interessant finde ich, wenn man die Brustrüstung nicht anhat, sieht man, dass die Kopfbedeckung nur dieser Verband ist. Und die haben wir schon mal wo ganz anders gesehen. Nämlich im verbotenen Wald
bei dem verdächtigen Bettler, der sich, wie sich herausgestellt hat, in eine riesige, sogenannte abscheuliche Bestie verwandeln konnte. Und da weise ich gerade nochmal drauf hin. Es wird sich zeigen, dass der Bettler an der nächsten Ecke nicht immer ist, wer er zu sein scheint. Das ist super interessant, dass quasi der diesen Kopfbedeckung auch trägt, wo das dabei steht. Bei Simon ist es offensichtlich, dass er sich als Bettler dann immer ausgibt, irgendwo in der Stadt rumguckt, wer hat jetzt die Plage und wer nicht. Der scheint sich ja sehr mit sowas auseinanderzusetzen. Aber der Bettler selbst war ja eine komplett andere Hausnummer. Und da finde ich es irgendwie sehr witzig, dass es so dabei steht. Naja, ich gehe hier einfach mal weiter. Wir haben ja noch da drüben dieses Haus. Und wie gesagt, diesen Brunnen. Und da bin ich wirklich, wirklich unsicher, ob ich mich mit dem rumschlage. Oder ob ich das lasse und irgendwann später auf eine ganz billige Weise erledige. Da werde ich, glaube ich, gleich erklären, was ich damit meine. Aber erstmal kümmern wir uns um diese ganzen 100 Fischmenschen, die hier leben. Das ist klar, mein Freund. So, ich hole mir natürlich auch einfach die ganze Beute. Ölohren, na schön. Man beachte, dass hier auch so viele von diesen Uhren stehen, die, wenn man sie mit Feuer attackiert, explodieren. Das mache ich jetzt mal nicht. Es ist auch so, wenn hier dieser Haifischmensch um die Ecke kommt, dann läuft er direkt dran vorbei und ich kann ihn ganz einfach mit einem einzigen Molotow-Cocktail komplett töten. Ist die einfache Variante. Ich wollte jetzt allerdings tatsächlich richtig gegen ihn mal kämpfen, damit man ihn auch mal sieht. So, hier hinten hat das Haus einen Hintereingang. Es sieht alles so sehr verwinkelt und verworren aus, aber eigentlich ist es relativ simpel. Es ist nur ein großer Platz, wo am Rand ein paar Sachen stehen. So. Diese orange leuchtenden Uhren sind ja auch nicht umsonst überall, weil die Gegner ja, haben wir ja gesehen, auch selbst Molotow-Cocktails werfen können. Haben sie sogar hinten am Gürtel, wenn man es sich genau anschaut. Naja. So, dieses Haus ist ja Hammer. Naja. Seltsamer Feuerdunstblut, Edelstein. Das klingt doch interessant für uns. Den schaue ich mir ganz kurz mal an. Feuerangriff dreieckig. Ist doch nicht so interessant. Obwohl, ich könnte den gewundenen Stock in Feuer verwandeln, wenn ich es wollte. Oder eine andere Waffe. Aber, naja, vielleicht irgendwann. So, die Fischmenschen sind, wie man sieht, verhältnismäßig simpel. Es ist halt nur, dass sie verschiedene Waffen tragen und sehr viele werden. Es ist sehr wie normale Dorfbewohner aufgebaut eigentlich. Die Masse macht's quasi. So, und damit ist dieser Platz komplett gereinigt. War jetzt tatsächlich nichts sehr Spektakuläres dabei. Ich gehe jetzt doch mal in diesen Brunnen runter. Da unten liegen irgendwelche Viecher auf der Erde. Irgendwelche... Okay. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Ich krieg gerade Panik. Naja, was soll's. Hier liegen irgendwelche komischen Schnecken oder Würmer oder was auf der Erde. Und da ist so ein riesiger Haifischmann. Und ich kletter die Leiter gerade wieder hoch. Nicht, weil ich vor diesem einen Haifischmann Angst habe. Aber das ist hier sehr gemein gemacht. Denn sobald man den auf 50% hat, der hat unter anderem auch einen riesigen... Anker in der Hand, das heißt, der ist auch nochmal gefährlicher als normale. Wenn man ihn auf 50% runter hat, springt hier einfach ein zweiter, der da in Ruhe an der Decke chillt. Der springt dann runter und dann hat man gegen zwei auf einmal zu kämpfen. Das ist eine Stelle, da verzweifeln nicht umsonst nahezu alle Spieler dran. Das ist komplett, ich kann es nur asozial nennen. Man sieht aber da drüben schon diesen Balkon, wo die Gegenstände liegen. Da kommt man natürlich auch von der anderen Seite irgendwann hin. Und dann kann man die Haifische ganz leicht mit einer Waffe, mit einer großen Reichweite von da oben gemütlich die ganze Zeit kaputt machen. Mit großer Reichweite meine ich nicht meine Schusswaffe, sondern sowas wie unsere Peitsche. Und ich glaube, das mache ich auch, weil ich muss ehrlich zugeben, das ist ein Gegner, ich habe noch nie in meinem Leben normal gemacht. Habe ich gar keine Lust drauf. Das machen wir später, nächste Folge von der anderen Seite. Wie so richtige Anfänger. Da stehe ich zu mit meinem Namen. Dann beschäftige ich mich mal lieber mit dem richtigen Level. So, man sieht es schon. Es geht gerade weiter. Jetzt werfen die auch noch Speere, die Typen. Ah, gemein. Okay. Alles klar. Mein Schwarzhimmelauge macht... Wow, es gibt auch Fischhunde, wie man sieht.
Warum auch nicht? Es muss ja immer, es wäre ja auch blöd, ein Level ohne Hunde zu haben, sonst dann hätte ich ja keinen Grund, mich aufzuregen, ne? So, hier hängen auch solche Köpfe einfach an den Bäumen. Dass die an Bäumen hängen, ist vielleicht einfach was Rituelles. Es ist schwer zu sagen, warum die genau an Bäumen hängen. Mich erinnert es gerade ein bisschen an Dark Souls 3, wo im Dorf der Untoten dieses ganze Konzept war, dass Bäume die Flüche von den Untoten aufnehmen. Aber ich glaube nicht, dass es der Zusammenhang ist, weil Dark Souls hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber es ist schön zu wissen, dass das hier so hängt. Dass hier wohl mehrere solche Köpfe existieren, nicht nur einer. So, offener Platz, keine Gegner. Ja, selbstverständlich doch. Da hinten kommen sie doch schon. So, wo ist der Rest? Ah, da kommen haufenweise. Warum auch nicht? Wir haben ja sonst nichts zu tun, als gegen 2 Millionen Fischmenschen zu kämpfen. Ecke. Aber hier steht ja extra so ein schöner Baum. Auf dem Platz hier gibt es nicht viel zu sehen, außer eben nur diesen fetten Baum hier. Auch nicht schlecht. Ja, auch wieder welche von diesen Statuen. Diese Statuen haben tatsächlich eine entfernte Ähnlichkeit mit den Fischmenschen. Und sie sehen ein bisschen aus wie diese Statuen aus der Forschungshalle und dem oberen Kathedralenviertel, wo ich schon gesagt habe, es gibt eigentlich keine Wesen in Bloodborne, die so aussehen. Die haben jetzt zwar eine gewisse Ähnlichkeit, ich weiß aber nicht, ob das wirklich diese Fischmenschen sein sollen. Vielleicht. Ah, da ist wieder so einer. Man sieht schon, die Schädel auf mich zufliegen, aber ich habe jetzt gar keine Lust drauf. Ich versuche die ganze Zeit hier einen Gegner herzulocken, der hier auch noch wartet. Weil ich habe Angst, dass der mir einfach komplett in den Rücken fällt. Ich glaube, ich höre ihn schon trapsen. Da ist er nämlich. Natürlich, so ein Haifischmensch. Warum auch nicht? Wir sind quasi im One Piece Teil des Spiels angekommen. Ja, und der hat so einen Anker und man sieht schon, das ist eine ganz andere Nummer. Oh. Ja. Auch ein schöner Teil, nicht wahr? Das werden wir jetzt gerade einfach nochmal genauso machen. Das macht doch Spaß. Das schaut man sich immer gerne an, einfach gegen 100 Gegner auf einmal anzurennen und dann am Ende einen riesigen zu haben. Tatsache, dass man trifft von diesen Haifischmenschen auch tatsächlich nur die 4, die wir jetzt alle schon gesehen haben. Und das ist auch so ein kleiner Grund, warum ich ehrlich zugeben muss, gegen diese Haifischmenschen eigentlich fast nie so richtig zu kämpfen. Meistens renne ich durch, weil es funktioniert. So ist es manchmal. Man könnte natürlich einfach lernen, die zu parieren, weil die sind natürlich parierbar. Aber... So. So. Der Rest interessiert sich nicht für mich, dann gehe ich gerade hier so weiter. Ah, schön. Ich vergesse immer, dass Hunde dieses Problem haben. Aber wie immer gilt im Spiel natürlich, aggressiv gewinnt. So, irgendwo hier hinten liegen, glaube ich, meine Blutechos. Das macht es ja alles dann gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt die auch finden würde. Ja, wahrscheinlich hat einer von denen gerade aufgehoben, ja, der hier.
Habe ich was nicht mitbekommen? Habe ich sie schon bekommen? Hm. Vielleicht war es das. Vielleicht. Ah, im schlimmsten Fall sind es nur Loot-Echos. Das war der falsche Zauber. Den hier wollte ich. Ja, ich schätze mal, ich habe die Blutecho schon bekommen und es einfach nicht mitgekriegt, weil ich habe unglaublich viele dafür, dass ich nur so ein paar Fischmenschen getötet habe. Ja. So, dann probiere ich den ganzen Spaß einfach einmal nochmal. Nicht ohne Munition. Das heißt, ich locke jetzt einfach wieder diesen Haifischmensch an, renne in Sicherheit. Da kommt er schon, schön. Man kann es ja mal probieren. Das ist der Moment, wo ich sage, es ist es mir nicht wert, den zu besiegen. Weil es ist quasi auch so gemacht, dass wenn ich einfach durchlaufe, er mich nicht weiter verfolgen kann. Und das werde ich jetzt genauso machen und ihn wie ein feiges Huhn aus einem Haus heraus besiegen. Weil so spektakulär finde ich den jetzt einfach nicht. Also da ist es mir irgendwie nicht wert, mich so richtig intensiv mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn es da jetzt irgendwie Beschwerden drüber gibt, ist mir egal. Denn ja, Nevarin schreibt zu Recht, so viel Schaden. In dem Moment, wo er mich das erste Mal mit seinem Anker trifft, wenn er seine Dreischlag-Kombo macht, bin ich tot. Da sind sie doch. Ja, so macht es viel mehr Spaß. So ein paar normale Gegner sind mir alle mal lieber. So, den hier noch. So, und jetzt mache ich, wie es ein echtes Kirchenmitglied machen würde. Und verlasse mich auf meine verdammten Tricksereien. So. Dafür haben wir es hier. So, man hat gerade Schrei gehört. Der Haifischmensch hat mich nicht mal bemerkt. Das ist natürlich nett. Das steht ja ganz da hinten. Ha. Jetzt kann ich mich um den Zauberer hier mal kümmern. Der Haifischmensch läuft auch, wie man sieht. Wenn ich jetzt noch was treffen würde, so. Der läuft auch, wie man sieht, extra ganz davor, wo der große Baum ist. Und bleibt dann da auch. Der entspannt sich jetzt in Ruhe da vorne. Der stand mal hier oben. Also steht hier oben und läuft dann runter. Das heißt, ich kann jetzt auch, wenn ich ein bisschen vorsichtig bin zumindest, alles hier einsammeln. Aber um zu verhindern, dass, falls er mich doch merkt, dass ich alles nochmal machen muss, mache ich erstmal das hier. So. Schauen wir doch mal weiter. Hier gibt es nämlich noch ein klein bisschen was zu entdecken, aber es ist eigentlich nichts von der Art großer Relevanz, dass es irgendwie für die Geschichte was Interessantes wäre. Ah, hier kann man durchgucken. Schön. Sieht man, dass da drinnen auch noch was ist, in diesem quasi Felsen, in diesen Klippen, wo man diese Fenster gesehen hat. Ah, hier kann man auf den Platz runter gucken, auch nicht sehr interessant. Ein Gegenstand gibt es hier, glaube ich, noch. Es sind aber, glaube ich, auch nur Blutsteinbrocken.
Genau hier. Na also. Und damit haben wir das erledigt. Ich gehe mal zu der Lampe zurück. Wir haben ein paar Echos dafür gekriegt. Schön. Weil man hat es wahrscheinlich gerade schon gemerkt, hier in diesem, ist quasi so ein kleines Leuchtturmhaus. Einfach hier direkt an der Küste. Lag ja auch jemand am Boden, ne? Nämlich Simon. Jetzt geht es ihm nicht mehr so gut. Das heißt, die Kleidung, die wir gerade gefunden haben, war nicht konkret seine. Womöglich. Oh, ihr. Ich fürchte, ich habe alles verpfuscht. Ich kann die Glocke hören. Jetzt wird mich der Bestienhautassassine holen. Wieder. Und wieder. Es hört nie auf. Okay. Bestienhautassassine, ich kann die Glocke hören. Wissen wir jetzt noch nicht viel mit anzufangen. Erinnert mich aber schon an jemanden, aber da werde ich jetzt erstmal noch nichts zu sagen. Bitte, ihr müsst etwas für mich tun. Das Dorf ist das wahre Geheimnis. Es bezeugt die alten Sünden. Es nährt den Albtraum dieses Jägers. Bitte, macht dem Schrecken ein Ende. Unsere Vorfahren haben also gesündigt. Wir Jäger können ihre Last nicht auf ewig tragen. Es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Okay. Jetzt ist er tot. Er ist einfach gestorben jetzt gerade in dem Moment. Da hat er jetzt tatsächlich Sachen gesagt, über die werde ich jetzt schon reden. Das war nämlich brennend interessant, wie so vieles. Das Dorf hier ist das wahre Geheimnis. Wir haben ja jetzt schon rausgefunden, dass, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Bergenworth war, dass die hier die Dorfbewohner auf Augen im Inneren untersucht haben, aus irgendwelchen Gründen. Das ist, warum die das gemacht haben, warum ausgerechnet dieses Dorf hier, werden wir noch rausfinden. Aber es scheint so, als wäre hier irgendwas Schreckliches passiert, weil hier hingen ja Haufenweise von diesen Köpfen rum. Die Menschen sind auch alle Fischmenschen, da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich dafür relevant ist, aber jedenfalls sind sie es. Das ist auch ein Thema mit den Fischmenschen, da werde ich, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal länger drüber reden, wo das wahrscheinlich herkommt, so auf einer Literaturebene und so weiter, aber ist jetzt auch gerade nicht wichtig. Hier scheint irgendwas Schreckliches passiert zu sein. Und er hat ja auch gesagt, unsere Vorfahren haben also gesündigt und der Fluch hier nährt den Albtraum dieses Jägers. Ich weiß nicht, ob es jetzt konkret um den Albtraum eines bestimmten Jägers geht oder tatsächlich um den Albtraum des Jägers an und für sich. Ich glaube persönlich, dass es tatsächlich um den Albtraum eines ganz bestimmten Jägers geht, von dem es ja alles abhängt. Aber das können wir jetzt auch noch nicht auflösen, was damit gemeint ist. Und er bittet uns jetzt einfach nur so klein, einfach mal diesen Fluch hier zu beenden, der scheinbar für immer anhält. Der Typ hier findet das alles nicht fair und es scheint so zu sein. Ich meine, man ist verflucht und es ist nicht so ganz klar, warum. Was kann man da dafür? Aber es ist schön, weil er sagt auch, unsere Vorfahren haben also gesündigt. Und wir haben ja jetzt schon ganz oft das gehört von wegen verflucht die... wie war dieses Gedicht am Anfang vom Download-Content? Das war irgendwie sowas wie verflucht die Bösewichte und ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Und der Meerbischof hat ja auch gerade sowas geredet. So, verflucht ihre Kinder und ihre Kinder und deren Kinder. Und er hat auch gesagt, ein Fluch für sie, ein Fluch für ihn, was auch immer. So, es scheint hier sehr viel drum zu gehen, einfach unglaublich viele Leute zu verfluchen für scheinbar die Taten von womöglich Bergenworth, womöglich irgendwas mit der Kirche. Weil am Ende ist es hier immer noch das große Geheimnis der Kirche, von dem wir reden. Deswegen... interessant, aber noch nicht sehr deutlich. So, wir haben zwei Gegenstände von ihm erhalten. Einmal eine Waffe, nämlich Simons Bogenklinge, von der wir wissen, dass er Simon oder Simon heißt. Das ist die einzige Quelle dafür. Ich nenne ihn jetzt schon, seit wir ihn das erste Mal getroffen haben, Simon. Ich habe es einfach verraten, aber daher weiß man's. Die bevorzugte Waffe von Simon, einem der ersten Jäger der Heiligen Kirche. Simon verachtete Feuerwaffen, also hat er die Kirchenwerkstatt diese nach seinen Wünschen gestaltet. Die lange, gekrümmte Klinge kann als Bogen verwendet werden, wenn sie transformiert wird.
Doch abgesehen von einigen engen Freunden wurde Simon für die Wahl seiner Waffe verspottet, denn wer würde sich dem Bestien schon mit einem armseligen Bogen entgegenstellen? Das ist schön beschrieben. Ich meine, dafür braucht man natürlich Geschick und Blutfärbung, weil es ist ein Bogen, der Pfeile schießt und diese Pfeile werden aus Quecksilberkugeln gemacht. Ist schön, dass hier so, das so beschrieben ist, so ja, haha, sehr witzig mit einem Bogen gegen Bestien. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Tatsächlich ist es eine der besten Waffen im Spiel, weil man eben auf Fernkampf seinen immensen Schaden raushaut, nämlich mit diesen Pfeilen, die mit der Blutfärbung skalieren. Das heißt, man kann es quasi als seine Hauptwaffe benutzen und ist damit Fernkämpfer. Vielleicht soll es ein kleiner Seitenhieb auf die Leute sein, die bei Dark Souls und so sehr viel Bögen benutzt haben und so weiter. War da ja aber auch oft effektiv. Aber vielleicht ist es auch einfach, weil ja, die Feuerwaffe ist natürlich der Fortschritt gegenüber dem Bogen. Wenn es jetzt schon Feuerwaffen gibt und mit Feuerwaffen kann man parieren, das ist natürlich viel wert. Das kann man mit dem Bogen nämlich leider nicht. Dann ist die Feuerwaffe natürlich besser. Ich meine, die ist schneller, die macht natürlich im echten Leben mehr Schaden, wenn man das so nennen möchte. Also eine Feuerwaffe ist ja schon überhaupt eine ganz andere Liga als ein Bogen. Aber scheinbar wurde sowas hier benutzt. Das Blöde ist, wir können es halt nicht tragen, da kann ich nicht demonstrieren. Man sieht jetzt nur die Schwertversion. Der Bogen ist quasi zweimal diese Klinge so als der Bogen selbst. Ist ganz witzig, aber naja, wie immer, die Werte reichen nicht noch. Ja, aber ich versuche ja eh gerade unser Geschick auf 14 zu bekommen und wenn es dann mal auf 15 gebracht werden wird, dann können wir es. Ich habe eh vor, irgendwann, wenn nach Ende der Geschichte die ganzen Kelchverliese gemacht werden, level ich eh alle Werte so hoch, wie es geht und dann gucken wir uns jede Waffe mal an. Ja, wie dem auch sei, das haben wir gefunden, die Klinge von ihm und dazu halt auch seine Kleidung und dadurch wissen wir wissen von der Klinge, dass er quasi einer der ältesten Jäger der Kirche war und hier steht ja auch dabei, dass diese, ich nenne es jetzt mal die gequälten Jäger, weil das Ding heißt halt gequälten Kleidung, dass die quasi so diese geheimnistuerischen ersten Jäger der Kirche waren, die halt auch auf der Straße so sich versteckt haben. Und die waren scheinbar gleichzeitig auch Jäger, weil sie halt zu den ersten Jägern der Kirche gehört haben, wie wir jetzt von Simon wissen. Die gehören wahrscheinlich zu den Jägern, die damals auch mit German zusammen schon Jäger waren, weil German hat ja auch einige Untergebene und sowas gehabt. Wäre gut möglich. So, der zweite Gegenstand, den wir bekommen haben, ist ein Schlüssel, nämlich Untergrundzellenschlüssel zur inneren Kammer. Zellenschlüssel zur inneren Kammer der Zelle unterhalb der großen Kathedrale. Die innerste Kammer der Untergrundzelle beherbergt einen einsamen Verrückten. Er trägt ein Bestienfell und läutet eine Glocke, die kein Geräusch von sich gibt. Endloser Tod erwartet diejenigen, die die geräuschlose Glocke vernehmen können. Da wissen jetzt wahrscheinlich schon einige, von wem hier die Rede ist, nämlich natürlich von dem Typen mit dem Geweih und dem Bestienmantel in der Zelle unter der Forschungshalle. Er hat ja auch als erstes, als wir ihn getroffen haben, hat er gefragt, könnt ihr die Glocke hören? Da habe ich gesagt, nö. Und er hat gesagt, alles klar, dann gehst du besser wieder und kümmerst dich einfach mal nicht um die ganzen Geheimnisse hier. Und jetzt haben wir natürlich genau das Gegenteil gemacht. Genau wie Simon haben wir immer weiter geforscht, was das Geheimnis ist. Und Simon hat ja gesagt, er hört die Glocke und der Bestienhaut-Assassine verfolgt ihn immer und immer wieder. Simon ist ja auch ein Jäger wie wir und wir befinden uns im Albtraum. Es wäre gut möglich, weil er sagt ja auch dieses immer und immer wieder. Vielleicht ist dieser Bestienhaut-Assassin immer wieder aufgetaucht, weil er ja von der Glocke redet. Wird es vielleicht sowas wie eine Invasion gewesen sein? Sage ich nicht ohne Grund. Vielleicht kann Simon aber auch wie wir wieder aufstehen. Vielleicht aber auch nicht, weil jetzt scheint er ja tot zu sein. Ich habe die Theorie gehört, dass quasi das gequälten Set, was wir gefunden haben, die Leiche von einer anderen Version von Simon war. Ich persönlich glaube aber nicht, dass Simon selbst wie wir immer wiederbelebt wird, weil wenn man ihn einmal tötet, ist er tot. Und er ist ja nicht an den Traum des Jägers gebunden. Und das ist ja am Ende der ausschlaggebende Punkt, ob man wieder aufsteht. Nicht, ob man in einem Albtraum ist oder nicht, weil wir haben keinen Präzedenzfall von einem Jäger, der wieder aufstehen kann, außer uns. Naja, aber um diesen Assassin kümmere ich mich auch in der nächsten Folge, denn das ist natürlich auch wieder eine größere Sache. So, hier sind wir irgendwo in der Pampa. Hier regnet es, hier sind mal wieder Türen, die offensichtlich irgendwann Abkürzung werden. Ah, verwandten Kaltblutschild. Und hier sieht man auch schon, dass das Dorf hier noch weitergeht. Da ist so eine riesige Brücke und sowas. Das ist ein Teil, den schaue ich mir jetzt gerade nicht mehr an. Eine Sache will ich mir aber jetzt noch anschauen. Eine kleine, und dann gehe ich in den Traum zurück und level nochmal. Nur ein kleiner Ausblick, so für eine kleine Ahnung, was vielleicht in Zukunft noch kommen wird. Wir haben immer noch hier diese kaputte Sonne, die aussieht wie eine kaputte Iris. Man sieht das hier. Ein Grab mit einer Lichtblume. Lichtholzblume, Lichtblume.
Man sieht, da unten liegt etwas am Strand. Was das ist, werden wir rausfinden. Das erste Mal, als ich hier war, dachte ich, es wäre nur für Ambiente und war so, oh, es wäre voll schön, wenn man hin könnte. Man kann dahin, man kommt dahin, ist wichtig. So, ich gehe jetzt wieder in den Traum. Wir haben nur noch 4 Minuten. In der Zeit schaffe ich überhaupt nichts wirklich Schönes mehr. Außer vielleicht zu leveln und die Kirchenhacke aufzurüsten. Nein, es ist kein Seepferdchen, was da liegt, aber nah dran. Aber da ich letztes Mal um ungefähr 20 Minuten überzogen habe, ist es, glaube ich, nicht das Drama, wenn ich diesmal vielleicht 2 Minuten kürzer mache als sonst. Was ich eben mal schaue, ist wie immer, ob German vielleicht jetzt mal da ist. Jetzt wird es nämlich langsam wichtig. Ah. Zu schade. Ich werde versuchen, bis nächstes Mal German aufzutreiben. Ein kurzer Blick noch. Leuchtturmhütte ist, wo wir jetzt hingekommen sind. Natürlich auch wichtig. So. Und wir brauchen mal wieder ein bisschen Kaltblut. Ich weiß nicht, wie viel wir von der brauchen. Willkommen daheim. Gut, was wünscht? Naja, ein psychisch krankes Seepferdchen, wie es im Chat gerade vorgeschlagen wird, wäre realistisch, weil wir haben ja schon das psychisch kranke Ritterpferdchen getroffen, nämlich Ludwig. Gut. Naja, okay. Ich erledige das hier, wie gesagt, jetzt noch kurz. Dann sehen alle Leute, wie ich die Kirchenhacke das erste Mal in der Hand halte und mich freue wie ein kleines Kind. Denn ich mag diese Waffe tatsächlich wirklich sehr, auch wenn es weitaus bessere Waffen gibt im Spiel. Obwohl, da kann man drüber streiten. Willkommen. Und das ist nett, dass du nicht spoilern willst, weil... Aber jetzt, also, nun gut. Ich versuche selbst nicht immer zu erzählen, was noch in Zukunft kommt, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn die Leute das irgendwo erfahren. Weil nicht umsonst verlinke ich ja auch immer haufenweise Videos, in denen auf irgendwas verwiesen wird, was natürlich auch riesige Spoiler sind. Aber so ist das Leben. So. So, da haben wir sie doch. Das hier ist die Kirchenhacke. Das ist so ein komischer, sieht aus wie ein Schwert. Sticht größtenteils zu. Und ihr Transformationsmodus ist tatsächlich eine Hacke. Das ist doch schön, oder? Das sind so richtig schön alte Waffen. Und mir ist jetzt im letzten Moment auch aufgefallen, warum hier in der Beschreibung steht, dass sie eine Jagdwaffe, die aus einer der gewaltigen Hacken gefertigt wurde, die von den alten Bestiengeschichten vorkam, finde ich irgendwie sehr witzig, weil tatsächlich die Kirchenhacke selbst ist ja auch eine alte Waffe. Die wird ja heutzutage auch nicht mehr verwendet, sondern eben nur scheinbar in dieser Vergangenheit, die dieser Albtraum des Jägers ist. Ich rüste die direkt auf plus 10 aus, weil ich weiß, dass ich sie benutzen werde. Da bin ich doch ganz zufrieden. Damit ist nämlich das Kapitel hier unseres Lebens endlich abgeschlossen. Ich habe ja schon oft davon geredet, dass ich sehr, sehr gerne endlich mal den Sägespäne loswerden würde. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich werde ihn nächstes Mal auch noch wieder mit anderen Steinen versorgen, aber so viel dazu. Aber damit ist eigentlich genug geredet über irgendwelchen unsinnigen Waffenquatsch. Ich denke, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich lade es wie immer auf YouTube hoch und so weiter. Ich bedanke mich sehr für die Beteiligung. Hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und ansonsten, ich bin die Resa. Einen schönen Tag.